Freitag, hoch die Hände, Wochenende, Eskalation. Schönen guten Abend, liebe Sternbürger. Hier ist die Space Bear. Der Space Dirk. Und ja, wir haben heute Orga-Interview mit dem Kartell. Und damit begrüßen wir natürlich auch unseren Gesprächspartner, den Elfa Talor. Hallo. Ja, hallo. Hallo Dirk, hallo Bea, hallo liebe Space-Familie. Ja, danke schön. Danke erstmal für die Einladung heute. Ja, gerne. Schön, gerne, dass du da bist. Genau, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und ja, ist uns natürlich auch eine Freude, das Kartell hier vorzustellen und ja, so ein bisschen was über das Kartell zu sagen. Und ja, dem Stream-Chat haben wir schon mitgeteilt, dass natürlich auch gerne Fragen bei Bedarf natürlich gestellt werden können. Wenn da nachher noch welche offen sind oder wenn die in das Thema reinpassen, dann bringen wir die entsprechend mit rein und ja, werden natürlich dann hier auch der Community Rede und Antwort stellen. Ja, wir kennen uns ja schon, wir haben uns ja schon ausgiebig kennengelernt im Kartell beziehungsweise auch auf der Coin 42, da kommen wir ja nachher noch zu. Und ja, daher, ja, kurze Vorstellungsrunde so für die Gäste hier, was immer so standardmäßig durchgeführt wird. Ja, für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Genau, ne? Wer bist genau, du? Genau, die wenigen, ja. Genau. Ja, also erstmal, mein Name ist im Real Life Matt. Mein Handle ist Elfa Talor. Ich bin seit 2013 damals mit dem Constellation Package eingestiegen. Das war so gegen Ende der Kickstarter-Kampagne. Ich habe das damals schon so länger beobachtet, habe aber dann erst nach Erreichen einiger Milestones, die es damals ja noch gab, das Projekt dann schlussendlich auch unterstützt. Und mein Hauptfokus ist der Raumkampf auf der gesetzestreuen Seite. Und wenn ich mal ein bisschen entspannter unterwegs sein möchte, dann mache ich auch gerne mal Mining oder neuerdings auch Salvaging. Einfach so ja, als Ausgleich, sage ich jetzt mal. Ne? Irgendwie muss man ja Geld verdienen, um es an der anderen Seite wieder rausballern zu können. Kennen wir ja. Genau. Schiffe wollen ja auch aufgerüstet, ausgerüstet werden. Und exakt, ja, genau. Und ja, so zum Feierabend, abends zum Runterkommen, ist auch so unsere Devise. Mining oder auch Salvaging haben wir ja auch mit unserer Community oft genug gemacht. Das ist dann wirklich was Entspannendes. Ne? So, ja. Genau, ja, hast ja schon gesagt, seit Mai 2013 dabei, bist also einer sozusagen der alten Hasen. Ja, da kann man natürlich immer nur so ein bisschen sein Haupt neigen hier und sagen, Mensch, super, schon so lange durchgehalten hier in Star Citizen. Ja, wie war so dein Werdegang, als du da so mit angefangen hast? Man fragt sich ja immer, wenn man dann so ein Spielpaket gekauft hat, ja, was mache ich jetzt irgendwie? Bist du da schon irgendwo in Orga gleich irgendwo eingestiegen oder wie hat sich das so entwickelt? Ja, also am Anfang hatte ich eigentlich erstmal noch gar nicht vorgehabt, wirklich einer Orga beizutreten und hatte deshalb auch länger überlegt, ja, was ich da jetzt mache. Es gab ja damals noch nicht wirklich was zu spielen. Ne? Also das, man konnte zwar becken und Geld für lustige Bildchen ausgeben, ne? Das war immer schon gut machbar. Ja. Aber dann tatsächlich im Spiel was zu machen, ging ja erst später. Und dann bin ich eigentlich eher so auf den Trichter drauf gewesen, dass ich eher was Internationales als Organisation haben wollte, ne? Auch so, wie man das von anderen Spielen her kennt, dass du da, sage ich jetzt mal, rund um die Uhr immer jemanden online hast und englischsprachig habe ich auch kein Thema mit, von daher wäre das kein Hinderungsgrund gewesen. Bin dann aber trotzdem direkt beim Kartell eigentlich gelandet. Ja, sehr schön. Ja, Orga weisen wir ja auch immer so darauf hin, dass das für uns eigentlich auch immer wichtig ist, wo wir sagen, hey, tretet ruhig irgendeiner Orga bei oder spielt da mit oder schließt euch einfach zusammen. Die Zeiten in Star Citizen werden natürlich jetzt auch entsprechend härter werden, wenn Pyro sicherlich dazu kommt und ja, man durchsteht und durchlebt dann die Fehler in Star Citizen in der Gemeinschaft natürlich wesentlich besser und ja, das Gameplay macht natürlich auch wesentlich mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, als ja nur alleine in dem Sinne. Ne? Ja, vor allen Dingen vermeidet es halt auch die typischen Fehler. Ne? Also man ist in der Gruppe immer stärker und wenn man dann so ein paar Tipps und Tricks einfach angereicht bekommt von Leuten, die auch mal was wissen, was man selber nicht weiß, ist das schon sehr komfortabel.
genau dafür sind ja Organisationen einfach auch gut. Ja. Vermeidet viel Frust. Ja. Das glaube ich auch. Ja, wie bist du so zu der Orga gekommen und warum jetzt gerade genau diese Orga, das Kartell? Ja, das war damals ausschlaggebend eigentlich schon das Angebot, was es im Kartell gab. Die hatten nämlich damals schon eine Flugschule eingerichtet und mir war ja von Anfang an schon klar, dass ich eigentlich ein guter Pilot werden wollte. Das war ja auch so mit dem Hintergrund, ne? Man kann es ja damals so von Freelancer oder Wing Commander, da ging es ja hauptsächlich erstmal ums Fliegen, vor allen Dingen zum damaligen Zeitpunkt. Und da wollte ich natürlich einfach gut werden oder zumindest irgendeine Art von Anleitung genießen dürfen und das war natürlich ein definitiver Pluspunkt. Auch das Kartell selbst war damals schon relativ groß mit 700 Mitgliedern und man konnte dann eigentlich, das war die Hoffnung, ne, dass man immer jemanden findet, mit dem man dann was spielen kann, dass eigentlich immer jemand mal aktiv da ist und dass man vor allen Dingen auch jedem Aspekt des Spiels nachgehen kann, weil das Kartell jetzt erstmal so von den Spielmechaniken ja nichts ausschließt. Und das fand ich erstmal so zum Spiel kennenlernen eigentlich ja ein ganz gutes Angebot, ne? Und da wollte ich mich einfach nicht einschränken lassen. Von daher war das dann die Wahl, die getroffen wurde. Und komischerweise hat das bis heute funktioniert. Sehr schön. Ja, 700 Mitglieder ist natürlich zu der Zeit natürlich auch schon eine Hausnummer gewesen. Da hat sich ja eine Menge draus entwickelt. Wir sehen es ja hier. Ich habe ja ansonsten den Link nochmal für den Streamchat hier reinkopiert. Ihr könnt es da selber nochmal sehen. Also derzeit aktuell 3452 ja, Mitglieder in der Orga. Man sieht also, steht da Wachstum dort gewesen als solches, ne? Genau, was mich jetzt mal interessieren würde, welche Position hast du im Kartell inne und wenn du magst, vielleicht mit einem Werdegang? Ja, das dauert wahrscheinlich einen kleinen Moment. Also es macht nichts. Aktuell bin ich der Leiter des Kartells, also quasi die Nummer eins, bin aber eigentlich eingestiegen damals als ganz normales Mitglied, ganz normal zu beim Kartell Mitglied geworden, wie jeder andere sozusagen damals auch. Ich habe dann recht schnell aus einer Laune raus angefangen, so ein paar grafische Arbeiten zu machen, weil diese ganze Organisation war ja damals auch noch im Aufbau, ne? Und da gab es einfach Bedarf für verschiedene Logos und Texte und alles auch für die Homepage so ein bisschen aufzubereiten. Und da habe ich einfach Spaß dran gehabt damals und habe da einfach mal gemacht. Und bin dann aber recht schnell auch einer Staffel beigetreten. Das ist so eine, sag mal, Organisationseinheit in einem gewissen Bereich. Damals eine Staffel der Raumüberlegenheit, weil es eben meine Spielinhalte bedient hat damals. Und dann war ich relativ schnell in der Position eines Kommandoleiters. Da hat man also schon ein bisschen Verantwortung bei der Gestaltung der Staffel und arbeitet auch der Staffelleitung bei organisatorischen Dingen schon zu und kann eben schon im kleinen Maße auch so ein bisschen mitbestimmen, wohin die Richtung geht. Und das fand ich eigentlich so, ja, ganz ansprechend und interessant, da auch ein bisschen mitzugestalten. Und aufgrund meiner grafischen Arbeiten, die ich da so gemacht habe, ist dann irgendwo die Organisationsleitung auf mich aufmerksam geworden, hat mich damals angesprochen, weil dann natürlich Bedarf an weiteren grafischen Arbeiten bestand. Da habe ich dann in Abstimmung mit der Organisationsleitung die Grafikabteilung aufgebaut, einfach weil das so viel war, das konnte ich als alleine, also als einziger im Kartell sozusagen nicht alleine bewältigen. Das war also eine Teamarbeit, haben dann ein paar fähige Leute gefunden und dann über diese Grafikabteilung dann tatsächlich verschiedene Arbeiten erledigt, zum Beispiel alle Logos für die einzelnen Staffeln im Kartell zu entwerfen. Und ja, die Zusammenarbeit hat da wohl anscheinend gut geklappt. Da wurde mir dann einige Zeit später eine Position innerhalb der Organisationsleitung angeboten. Und dann durfte ich dann nach einer kleinen Übergangszeit dann auch den gesamten Bereich der Raumüberlegenheit mit übernehmen und dafür zuständig sein. Das war natürlich ein super Vorteil, weil ich damit die Ausrichtung der Raumüberlegenheit, was ja mein präferiertes Gameplay war damals oder auch noch heute ist, dann innerhalb der Organisation mitgestalten und durfte mich dann da austoben. Das war natürlich prima.
Und ab 2016 habe ich dann den Orga-Lead angeboten bekommen und diese Position fülle ich dann bis heute zusammen mit den anderen Mitgliedern der Organisationsleitung auch aus. Ja, cool. Länger als ich im Kartell bin. Wann bin ich Ja. dazu gestoßen? 18, glaube ich. Ja, Genau, 18. 18. Du Ja. 17 und ich 18. Ja, sehr cool. Klingt Ja. aber auch nach einer Menge Arbeit. Ja, definitiv. Aber es hat halt auch trotzdem Spaß, weil es war ja eine unterschiedliche Anforderung, ne? Also Logoerstellung ist natürlich was ganz anderes, als jetzt irgendwie organisatorisch was zu klären, ne? Oder Konzepte zu erstellen. Und wir haben natürlich da auch viel experimentiert. Und ich glaube, so eine Organisation lebt auch davon, dass sie sich immer wieder an die Gegebenheiten anpasst, die einem Star Citizen halt so bietet, ne? Und man wächst ja auch mit den Aufgaben. Und das war sehr spannend, die Zeit, muss man ehrlich sagen, ne? Ja, hört sich auf jeden Fall auch sehr vielfältig an, sehr vielfältige Aufgaben, ne? Die du da Genau, erledigt ja, hast, ne? Sehr absolut, schön. Ja. absolut, ja. Ja, ich habe hier nämlich gerade mal so ein bisschen, da kommen wir nachher noch zu dem Aufbau. Das kommt zum späteren Zeitpunkt, aber zumindest schon mal so, ja, was hier grafikmäßig so auf den ersten Blick zu sehen ist, ja, das ist ja schon nicht ohne. Und da hast du ja, wissen wir ja nun auch aus eigener Erfahrung, einen guten, ja, Standard geschaffen, eine sehr gute Basis, wo alles wirklich drauf aufbaut. Und auf die jeder so zugreifen kann. Ja, bleiben wir noch mal so ein bisschen bei der Orga. Ja, seit wann besteht eigentlich so diese Orga? Ja, Größe hatte ich ja eben schon gerade gesagt, aber ja, kannst du gerne noch mal so erwähnen. Und ja, was ist so der Wunsch eurerseits? Wie groß soll es noch werden? Gibt es da irgendwo so einen Punkt, wo ihr sagt, ja, bis dahin und dann reicht's aber auch? Ja, wie Ja, sind das da ist so immer eine die gute Vorstellungen? Frage, ne? Wahrscheinlich, wenn der Punkt mal erreicht ist, ist es zu spät, dann Stopp zu sagen. Aber aktuell ist es ja so, also das Kartell ist ja schon relativ alt, also einer der ersten Organisationen, die im Star Citizen Universe quasi sowieso gegründet worden sind. Also Ende 2013 wurde das Kartell gegründet, wuchs damals schon erstaunlich schnell. Also als ich beigetreten bin, waren es ja schon 700 Leute. Aktuell haben wir über 3.400 Mitglieder, du hast es ja schon eingangs erwähnt, ja. Und deshalb haben wir halt einfach von jedem Bereich, der eine schwerpunktmäßige Spielmechanik in Star Citizen abbildet, eigentlich immer genug aktive Mitglieder, um immer jemanden zum Zusammenspiel zu finden. Und das fand ich für mich persönlich ja damals auch ein ganz wichtiger Punkt. Da lege ich auch heute noch großen Wert drauf, dass man einfach sagt, okay, wenn man jetzt schon in so einer großen Organisation drin ist, dass man A, immer jemanden zum Zusammenspiel findet, dass man auch immer jemanden mit seinem Schwerpunkt findet und dass es da einfach auch immer das Gefühl vorherrscht, dass man eben eine große Gemeinschaft hat, ne, und nicht so im Klein, Klein, Klein für sich ist. Insgesamt bin ich sehr gespannt, wohin die Reise noch geht. Also wir sehen jetzt erstmal insgesamt keinen Grund, Beitrittsanfragen zu limitieren. Jeder ist willkommen. Ich denke, so eine Organisation lebt auch einfach davon, von frischem Blut, ja, und neuen Leuten, die immer dazukommen. Das können wir als Organisation jetzt auch wirklich gut leisten. Wir haben so viele engagierte Mitglieder bei uns, die auch Neulinge immer wieder aufnehmen und anleiten. Und die Struktur, die wir da geschaffen haben, ist, glaube ich, sehr einstiegsfreundlich, mit vielen Möglichkeiten, sich da auch zu spezialisieren. Also von daher, wer mag, kann gerne vorbeischauen und gucken, ob es was für einen ist. Ja. Ja, cool. Ja, die Sache ist ja auch manchmal so, dass einige Orks sagen, ja, wir begrenzen das so ein bisschen oder ja, wir wollen da erstmal auch die Mitglieder vorab kennenlernen oder ja, bestimmte Fähigkeiten suchen oder das Ganze eben auf irgendwas begrenzen. Ja, das ist ja hier im Kartell in dem Sinne nicht der Fall. Wir wissen es ja nur noch selber als Mitglied des Kartells, wie es ist, sich dort zu bewerben und dort entsprechend aufgenommen zu werden. Ja, das Kartell, es gibt ja so Orks, die sich da so eine gewisse Lore auch zusammenstellen, so ja, wie das Ganze wohl mal entstanden sein soll. Gibt es sowas vom Kartell auch? Ja, natürlich, haben die Roleplayer bei uns auch ihr ganzes Herzblut reinfließen lassen, würde ich mal sagen. Die kann man auch ganz normal bei uns auf der Seite nachlesen. Kannst ja gerne mal den Link dazu Ja. einblenden, wer das sich mal reintun möchte.
Kurz zusammengefasst sind da alle Details enthalten, von den Anfängen als Schmugglerring bis zum Aufbau eines vollständigen Konstrukts mit völlig legalen Geschäftszweigen. Und diese machen eigentlich heute auch einen Großteil des Kartells aus. Also wir schränken uns aber nach wie vor halt eben in unseren Tätigkeiten nicht ein, aber sehen auch deutliche Unterschiede zu reinen Organisationen, die sich als Syndikat verstehen oder als Piratenorgas gegründet haben. Ne? Wir machen halt einfach eben alles. Mhm. Und in unterschiedlicher Gewichtung, so wie unsere Mitglieder eben auch bei uns beitreten und dann eben ihre Spielinhalte spielen. Es geht halt eben alles. Ja, wie gesagt, wir kommen ja nachher auf jeden Fall nochmal so ein bisschen, was man alles so machen darf, nochmal rein. Aber ja, so eine Lore ist natürlich auch schön, wenn sich da Mitglieder drin austoben können, sowas entwickeln können, so wie du mit der Grafik. Und das ist dann auch schön, wenn Mitglieder aufgenommen werden und ja sich da ja selber entwickeln können und sich so ein bisschen austoben können, ihre ja Kreativität freien Lauf lassen, ist natürlich schon mal eine sehr schöne Sache. Ja, ich habe für die Zuschauer hier für den Streamchat nochmal entsprechend den Link hier reingepostet. Wie gesagt, könnt ihr gerne dann auch nochmal in Ruhe alles durchlesen, was da so drin steht. Und so eine Lore macht das Ganze ja auch immer so ein bisschen runder, finde ich, ne? Das ja, ist ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, ne? Also, so in dem Dreh, das war ein schönes Bild, ja. Ja. Ja, genau. Also das war uns natürlich auch ein bisschen, also ich meine, man braucht es natürlich in Anführungszeichen nicht, aber es macht es halt ein bisschen interessanter, wo wir uns denn da eigentlich sehen, auch wie wir uns so insgesamt im Verse einordnen, um es auch ein bisschen klar zu machen, dass wir jetzt hier nicht unbedingt uns auf die Fahnen geschrieben haben, weiß ich nicht, nur Leute zu überfallen und so, sondern auch, wie das eben gewichtet ist innerhalb der Organisation. Es sind so viele Leute und es ist klar, dass da die unterschiedlichen Interessen vorherrschen und da muss natürlich für jeden auch was dabei sein. Ne? Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also wir kommen ja wie gesagt da nochmal so ein bisschen zu, ja, wenn ein Mitglied sagt, okay, ja, ich bin jetzt eigentlich der Händler, ja, wie könnte man uns wohl am besten überfallen, wie kann ich da ja so eine Risikoanalyse vielleicht durchgehen, ja, dann kann man vielleicht bei dem, ja, Piraten oder beim, ja, Subradar heißt es ja im Kartell, sagen, ja, hier, wie macht ihr das, wie ist da so der Verlauf und wie kann ich mich da am besten schützen, so kann man natürlich auch eine Menge draus lernen als solches, ne? Genau, der Enigma schreibt, durch eine umfassende Background-Story haben viele ein besseres Gefühl, sich in der Orga zu identifizieren. Oder mit der Orga zu identifizieren, genau. Das denke ich mir nämlich auch. Ja, bestimmt, absolut, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Ja. Ja, sieht man ja bei einigen Orks, da gibt's ja in dem Sinne gar nicht so nach dem Motto, ja, hier ist die Orga, so und so ist es aufgebaut und das könnt ihr hier finden und danach war es das. Und ja, wenn man sich so eine Background oder so eine Vorgeschichte überlegt, ist das natürlich wirklich eine ganz coole Sache. Ja, bleiben wir doch nochmal so ein bisschen so beim Gameplay. Wir waren ja eben, hatten es ja immer schon mal so ein bisschen angerissen, so, ja, welches Gameplay ist erlaubt und ja, warum ist vielleicht anderes Gameplay untersagt oder was ist generell im Kartell untersagt? Ich ziele da im Moment nebenbei nochmal so ein bisschen auf, ja, die gesperrten Accounts, die es ja derzeit gibt, mal so ein bisschen hinaus. Aber bleiben wir erstmal beim Gameplay. Ja. Also grundsätzlich ist bei uns alles erlaubt, was in Star Citizen als Spielmechanik ausdrücklich von CIG auch vorgesehen ist. Also wir haben ganz klare Regeln hinsichtlich des Zusammenspiels mit anderen Citizens, den Umgang mit Streamern, ja, oder den generellen Auftreten im Verse. Also grundsätzlich erwarten wir schon einen respektvollen Umgang unserer Mitglieder mit der Community und auch untereinander. So Griefen oder Eskalationen im Chat sind eigentlich untersagt, auch wenn es natürlich mal passieren kann, dass einige Spieler auf unsere Mitglieder stoßen, die ihren nicht ganz so legalen Aktivitäten nachgehen. Mhm. Da sehen wir aber einen deutlichen Unterschied eben zwischen echten Griefen und valider Spielmechanik. Ne? Also jetzt einfach nur jemanden das Schiff unterm Hintern wegschießen, ohne dass man davon was hat, das wäre eben tatsächlich nicht unbedingt eine Spielmechanik, die wir bedienen wollen. Gibt es ja auch, sage ich mal, vor ein paar Monaten eine gelagerte Diskussion darum, wann ist es Griefen, wann ist es Spielmechanik und so weiter. Es muss halt in irgendeiner Art und Weise ein Benefit sein für
und die Leute, die das dann tatsächlich machen, ne? Also wenn sie versuchen, jemanden aufzubringen und die Ladung zu stehlen, ist das aus meiner Sicht doch noch eine valide Spielmechanik, aber einfach nur aus Spaß an der Freude jemanden über den Haufen schießen. Es sei denn, es ist vorher so kommuniziert worden oder so, dann würde ich das doch eher anders beurteilen, denke ich mal, ne? Also Pat Ramming zum Beispiel oder sowas, ja, würde jetzt komplett rausfallen, da braucht man nicht drüber reden. Und weil du es ja jetzt eben angesprochen hast, wegen den gesperrten Accounts, so spielst wahrscheinlich auf das AMC-Trading an, was momentan gesperrt wurde. Ja, finde ich eigentlich ein guter Zug. Also wie gesagt, das ist Exploit-Nutzung und Bug-Using. Das haben wir in unseren FAQs eigentlich auch ausgeschlossen. Bei der Anzahl von Leuten kann man es nicht verhindern, dass es doch einige machen, weil wir haben halt auch wenig Möglichkeiten, es zu kontrollieren. Aber wenn es rauskommt, ne, dann ist es auf jeden Fall schon mal, wie soll ich sagen, eine erhobene Augenbraue wert, ne, und gegebenenfalls, je nachdem wie schwerwiegend es ist, dann noch weitere Konsequenzen. Ich sag mal, gut so, dass die Leute, die es kontrollieren können, nämlich CIG, da jetzt aktuell hinterher sind, dem auch mit Accountsperrungen dann halt einen Riegel vorzuschieben. Ne? Das würde ich so als positive Entwicklung einfach mal verbuchen und kommt uns als Organisation eigentlich ja dem entgegen, wie wir es halt eben eigentlich auch halten wollen, sage ich mal. Genau, der Chat ist da auch ganz auf bei uns. Deiner oder auch auf unserer Seite auf jeden Fall. Wir hatten das nämlich heute Morgen schon gelesen. Kurz vor 5 ist normalerweise noch nicht bei uns so die Diskussions- oder Lächelrunde angesagt, aber als wir diese Nachricht gelesen hatten, hatten wir dann doch so ein kleines Lächeln im Gesicht. Auf jeden Fall ein richtiges Zeichen in die richtige Richtung. Aber diskutiert und auf dem Weg zur Arbeit. Genau. Und ansonsten, dass das Kartell natürlich sowas untersagt, finde ich natürlich sehr gut, sehr fein. Klar, wenn man einen Fehler findet als solches, meldet man den und damit ist auch gut gewesen. Aber daraus irgendeinen Vorteil in irgendeiner Art und Weise zu ziehen, da endet die Geschichte und genau so ist es dann auch entsprechend. Also als groben Rahmen kann man sich einfach das so vorstellen, wir wollen eigentlich respektvoll mit den Vorgaben von CIG halt einfach umgehen, weil wir auch an anderer Stelle mit CIG zusammen unterwegs sind oder arbeiten, ne? Weil so Con42 wurde ja schon angesprochen. Und ich denke mal, dann ist es ganz klar, dass man sich da auch ordentlich verhält. Und dazu gehört natürlich auch, dass man dafür einsteht, eben nicht gegen die Vorgaben von CIG zu verstoßen. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Ja, finden wir sehr gut. Wie gesagt, da sind wir ganz auf der Seite vom Kartell beziehungsweise auch von CIG. Und man hört es ja auch überall, dass viele, viele Spieler das sehr gut und sehr positiv finden. Ja, zum Thema Griefing wollte ich noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Einigen ist das ja immer noch nicht so ganz klar. Griefing ist immer noch ein bisschen was anderes als Piraterie. Das muss man wirklich ganz stark unterscheiden. Dadurch, dass das eine eben eine Spielmechanik ist und das andere einfach nur sinnloses, wegschießen, wegballern. Ich erinnere da mal so ein bisschen auch an den Ulinator, der so ein bisschen am Schimpfen war durch Pyro, als wir da den Tech-Preview hatten. Man ist kaum aus seiner Unterkunft rausgekommen und wurde gleich umgeschossen. Sowas, das ist einfach irgendwo Griefing und einfach sinnfrei als solches. Ne? Genau. Gehen wir mal einen Satz kann ich vielleicht da auch nochmal zum Abschluss von der Frage auch nochmal sagen. Also insgesamt haben wir natürlich schon ganz klar vor, einen guten Umgang mit allen anderen Organisationen aufzubauen, ne, zu halten und zu pflegen. Und das Miteinander und der Zusammenhalten der SC-Community ist uns dabei eigentlich das Wichtigste und auch der großartigste Teil von Star Citizen sowieso. Das macht es eben auch einzigartig. Und ich denke mal, das funktioniert und sollte auch funktionieren, sowohl in-game als auch eben außerhalb vom Spiel im Rahmen von so einer Con. Kommen wir vielleicht später ja nochmal dazu, aber das finde ich immer den wichtigsten Punkt. Man begegnet sich ja immer zweimal im Verse sozusagen, ne? Also sollte man sich entsprechend verhalten. Genau. So sehen wir das auch. Wir versuchen auch immer freundlich durchs Verse zu gehen und immer hilfsbereit zu sein. Und da kann man ja auch sagen, was man möchte. Die Community ist es ja auch zu wirklich 99,9% immer freundlich und immer hilfsbereit. Und
von so aus gesehen, dass es da mal irgendwo ja Ärger gibt, ist einfach ja, sehr, sehr selten. Genau, gehen wir mal vom Gameplay so ganz kurz mal weg. Machen wir so einen kleinen Schlenker noch mal zurück. Generell zur Orga, magst du mal was dazu erzählen, wie die Orga aufgebaut ist? Ja, das ist natürlich jetzt bei so einer Größe keine leichte Aufgabe. Ich versuche das mal recht kurz zu halten. Über die Jahre ist natürlich so eine, die Organisation echt krass gewachsen, auch was die internen Strukturen angeht. Ganz grob besteht die Organisation aus 8 Bereichen, die alle ihren eigene Hauptspielmechanik bedienen. Und jeder Bereich hat dabei einen eigenen Ansprechpartner innerhalb der Organisationsleitung, manchmal sogar 2 oder eine zuarbeitende Person noch dabei. Innerhalb der Bereiche sind Gruppen von bis zu 4 Staffeln organisiert. Bestehend dann aus einem Staffelleiter, der die leitet, bis zu 4 Kommandoleiter und 4 stellvertretende Kommandoleiter. Und das ist eigentlich schon die größte Struktur, die wir jetzt für unsere Spieler eigentlich auch haben. Also eine recht flache Hierarchie. Damit gewährleisten wir aber, dass immer aktiv geleitete Staffeln da sind, die dann auch Programm anbieten und Mitglieder, die bei uns reinkommen, sich immer mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme einfach anbietet. Die Staffeln selbst werden dabei dann von der Staffelleitung immer relativ autark mit ihren eigenen Schwerpunkten, eigenen Vorstellungen von Aktivität und in der eigenen Lore teilweise auch besetzt und geleitet. Das macht es halt sehr unterschiedlich von den eigenen einzelnen Staffeln. Da kann man sich immer genau das raussuchen, was einem am besten liegt, ne? Und im Endeffekt halt gibt es natürlich trotzdem eine hierarchisch-militärisch organisierter Rahmen, der von der Organisationsleitung vorgegeben wird. Dabei legen wir aber wirklich Wert auf eine gute Kommunikation, sowohl mit den Staffelleitungen und es geht natürlich im Idealfall auch nicht immer nur von oben nach unten, sondern wir sind auch immer offen für eine Weiterentwicklung und arbeiten da auch aktiv dran, dass wir auch von den Mitgliedern immer mal ein Feedback kriegen, was ist gut, was ist schlecht und wo müssen wir was ändern. Und so, wie das die letzten Jahre gelaufen ist, glaube ich, haben wir da ein ganz gutes System gefunden, was zumindest flexibel genug ist, dass sich die neuen Mitglieder eben genau das raussuchen können, was ihrem Spielstil entspricht und was auch eben menschlich passt. Dass man da keine Einschränkungen hat, was man in einem Bereich spielen darf, ist ein weiterer Punkt. Also jeder kann alles spielen, selbst wenn er da in der Staffel von der Raumüberlegenheit ist, kann er auch Mining machen, ne? Ist gar kein Thema. Das legt eher fest, was so hauptsächlich bespielt wird und später natürlich mal so die Hauptaufgabe einer Staffel sein soll. Man kann aber auch jederzeit einfach aus einer Staffel selbstständig wechseln in eine andere Staffel, wenn man mal was Neues ausprobieren will. Man kann aber auch einfach ohne Staffelmitgliedschaft im Kartell sein und ist trotzdem genauso ein vollwertiges Mitglied im Kartell. Es gibt also keinen Grund, außer dass man sich natürlich enger vernetzen kann und immer eine feste Gruppe sozusagen hat, mit der man zusammenspielt, findet man dadurch natürlich leichter. Das waren jetzt so die, sag mal, die Struktur, was das reine Spielen und Organisieren der Spieler angeht. Als Besonderheit haben wir nebenbei noch laufen unsere Academy, die ist aus der Flugschule hervorgegangen, die ist wirklich also sehr gut besetzt mittlerweile und bietet ein modulares Ausbildungssystem. Also da kann man sich wirklich einzelne Module rauspicken, umfassend zu verschiedenen Spielmechaniken, quasi wie so ein Ausbildungsleitfaden, sich selber zusammenstellen und sich überlegen, habe ich da Bock drauf, mich da hinzusetzen und mir da Tipps und Tricks von den Profis geben zu lassen. Und das machen die Leute, die da aktiv drin tätig sind in der Akademie, wirklich mit Herzblut und immer brandaktuell zum jeweiligen Patch und so weiter. So kommt man auch als neues Mitglied, wenn man auch ein Neuling in Star Citizen ist, wirklich ganz schnell auf ein Level, wo es dann einfach auch Spaß macht, in Star Citizen unterwegs zu sein, man eben nicht alles selber langwierig rausfinden muss. Und dann gibt es halt noch das Media Department, da sind sozusagen die ganzen Sachen drin, die sozusagen Inhalte aufbereiten, wie die Redaktion, da werden also Übersetzungen gemacht von CIG-Content, unser Wiki-Team, die Informationen aufbereiten, das Studio, das macht bei uns jetzt auf YouTube halt die YouTube-Videos und managt den YouTube-Kanal. Und natürlich gibt es dann auch eben entsprechend noch die Grafikabteilung, die hatte ich eingangs schon erwähnt, die ich damals mit aufgebaut habe. Da sind wir nach wie vor immer noch dafür da, digitale Inhalte zu erstellen,
auch bei Bedarf nochmal Logos anzufertigen oder auch Auszeichnungen interne anzufertigen und so weiter und was sonst noch so anfällt. Ja, man sieht ja sehr, sehr umfangreich. Sehr Also, vielfältig, ja. ja, genau, es begrenzt sich nicht nur auf ja, die Bereiche, was in Star Citizen so machbar ist. Und ja, ihr seht das ja hier, was da alles so drin steht, ne? Von Kopfgeldjagd über Embargo, Gleitschutz, Scouting, Handel, Tuning, ja, Guerilla-Kriegsführung, Sabotage, dann eben auch der SAR-Bereich, Prävention, technische Hilfe. Ja, und dann auch natürlich noch die Marines in dem Sinne mit Bodenaufklärung, Bodenkampf. Ja, nebenher eine Academy. Ja, wir wissen es ja nur noch selber. Kaum hat sich was im Patch geändert an irgendeiner Spielmechanik, sei es Mining oder jetzt die Master Modes oder was auch immer. Ja, werden diese Module entsprechend gleich mit der Akademieleitung und den Ausbildern entsprechend angepasst. Und ja, die Mitglieder haben dann die Möglichkeit, sich da wieder schulen zu lassen. Entweder, ja, geht das Ganze, also das können wir ja aus eigener Erfahrung sagen, per Anmeldung oder ja, per Anfragen, wann mal wieder etwas angeboten wird, oder eben, dass der Ausbilder dann sagt, dann und dann habe ich Zeit, da bilde ich das entsprechend aus, wer hat Lust, wer kommt vorbei. Und dann sind natürlich entsprechend ja die Mitglieder auch dankbar für sowas als Absolut, Ausbildung, ja. ne? Definitiv. Ja, Media Department. Ja, wolltest du ihr noch was sagen? Genau, ja, wenn du oben mal auf Community klickst, ganz oben, wollte ich nur darauf Ja. hinweisen, da sind nämlich alle Sachen hinterlegt, die auch ohne Login und ohne Mitgliedschaft bei uns einfach frei zugänglich sind. Also diese Übersetzungen, die wir anfertigen, also Ach Fanfiction, so, ja, auf der komplett die Homepage. Übersetzung von allen Ja, Designposts und alles, genau. was CIG so gemacht hat, also das ist wirklich umfangreich und auch wirklich mit sehr viel Arbeit quasi im Original. Aufbereitet, nur eben auf Deutsch, findet ihr dort, braucht euch auch nicht anmelden oder sonst was, ne? Da könnt ihr also jederzeit als Ressource drauf zugreifen. Das ist einfach unser Service für die Community. Ja. Das ist natürlich auch super. Genau, das habe ich entsprechend auch nochmal reingepostet. Wenn wir ja immer wieder dran denken, ja, weisen wir auch immer auf die entsprechenden Übersetzungen hin hier, was für uns immer so ein bisschen interessant ist, weil wir ja auch immer gerne mal so ein bisschen auf die Schiffe eingehen, sind dann auch natürlich die Broschüren. Und wenn er da draufklickt, ja, dann seht ihr schon eine ganze Menge an Auswahl. Und ich rufe einfach mal, was ist denn derzeit so ein bisschen aktuell hier? Peiskes C8R rufe ich einfach mal auf. Ja, und dann ist das Ganze dann eben, ja, ist jetzt nur eine Seite hier, aber auch wenn es mehrere Seiten sind, sind natürlich alle entsprechend übersetzt. Und ja, wirklich, ja, mit allem versehen, was sein muss. Made by the Community, wer das Ganze gemacht hat und wer der Übersetzer war, wer Korrektur gemacht hat und wer nochmal grafische Arbeit daran geleistet hat. Also das ist ja nicht nur, dass sich da einer ransetzt und sagt, ich übersetze das mal eben und dann ist gut gewesen. Da gehört eine Menge mehr zu. Wir wissen das aus Ja. eigener Erfahrung da, was da an Arbeit ist. Und wir sehen Nee, ja es auch ist immer. tatsächlich eine Teamarbeit von der Redaktion, ne, muss man sagen. Das Ja. sind also, auch wenn du da mal eine der früheren oder eine der größeren Schiffe mal anwählst, dann sind es mehrere Seiten. Und wenn es damals zum Beispiel eine Vorlage gab für diese PDFs, waren es ja dann im Endeffekt von CIG, dann sind die wirklich grafisch so umgearbeitet worden, dass sie eins zu eins aussehen wie die Originalbroschüren und im Endeffekt halt einfach nur alles auf Deutsch drin ist. Ne? Also das ist schon, ja, da ist viel Herzblut reingeflossen von unserer Redaktion und ja, zu schade, die einfach nur verstauben zu lassen. Insofern haben wir gedacht, das ist auf jeden Fall was, was der Community hilft und Ja, dann ist cool. es auch frei zugänglich, ja. Und da Ja, kommen ich auch habe. schon die ersten Komplimente rein von Enigma. Toll organisiert, für jeden etwas dabei. Super Angebote, sich auszuleben, nicht nur in-game. Genau. Ja. Ja, ich habe es hier nochmal, wie gesagt, jetzt von der Caterpillar nochmal aufgerufen, weil das ja nun auch schon mal ein etwas älteres Schiff ist. Ja, selbst hier solche Zeichnungen mit Längenangaben und so alles komplett auf Deutsch übersetzt. Und ja, hier auch nochmal. Und wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Das ist immer, ja, kostenlos. Ihr könnt das also immer wieder angucken, runterladen, abspeichern und habt dann die komplette Beschreibung des Schiffes,
mit allen drum und dran, so wie es ja vom Original von CIG gemacht wurde, entsprechend übersetzt. Und man sieht es hier schon bei 28 Seiten. Das ist eine Menge Arbeit. Wie gesagt, es gibt kleinere ja, PDF-Dokumente, wo jetzt nicht ganz so viel drin steht, so wie eben auch bei der C8R. Ja, und es gibt größere, wo natürlich die Konzepte für so ein Schiff natürlich wesentlich größer sind. Ne? Und ja, wie gesagt, wir nutzen das auch immer wieder gerne. Und man sieht schon alleine nur, was hier an Schiffen so ist. Ich scroll jetzt hier gerade mal durch die Liste der Schiffe bzw. der Fahrzeuge. Wahnsinn. Und das ist wirklich eine ganze Menge, was da so übersetzt wurde und schon zur Verfügung steht. Und wie gesagt, greift da ruhig drauf zu. Den Link habe ich hier reingeschickt. Ansonsten ja, könnt ihr hier auch gerne auf die Homepage vom Kartell gehen. Da könnt ihr das auch abrufen. Ja, Guides hier zu Spezies als solches, nochmal entsprechende Guides, Portfolios, Geschichten, alles, was so dazu gehört, ist da mit vertreten und das ist schon echt Wahnsinn, was da durch die Redaktion hier erstellt wird und ja, dafür vielen, vielen Dank an die Redaktion dafür. Ne? Auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Ist immer eine Menge Arbeit, ne? Aber wie gesagt, wenn das so Hand in Hand geht, ich denke, mir macht es ja auch Spaß, wenn es funktioniert. Ja, definitiv. Ne? Ja, definitiv. Ist ja auch schön, am Ende des Tages mal zu gucken. Das ist natürlich auch über Jahre gewachsen, das muss man ja ehrlich zugeben. Das macht man nicht von heute auf morgen. Das erzähle ich euch auch nichts Neues. Das, ja. Jeder, der schon mal versucht hat, so Inhalte aufzuarbeiten, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und da sind Generationen von Redaktionsmitgliedern schon durchgegangen und haben das eben bereitgestellt. Da muss man einfach sagen, Hut ab ja, an das Engagement. Dann kommen wir mal wieder zurück zum Gameplay. wann finden denn so Events bei euch statt? Und was vielleicht auch wichtig ist, auch hier für den Chat, können Gäste auch bei euch mitspielen bei den Events? Also grundsätzlich haben wir eigentlich immer, also wirklich jeden Tag einen prall gefüllten Kalender mit mehreren Aktivitäten pro Tag. Das ist so organisiert, dass meistens die Staffeln so ihre Staffelabende dann haben, ne, oder eben Sonderaktivitäten stattfinden. Teilweise sind es dann auch mal interne Events. Da gibt es also wirklich ein reichhaltiges Angebot. Grundsätzlich kann jeder auf unser Teamspeak kommen und als auch als Gast einfach reinschnuppern. Es gibt natürlich auch Aktivitäten, die zugangsbeschränkt sind, zum Beispiel Trainings oder falls eine Staffel mal unter sich bleiben möchte an einem Abend. Das ist alles legitim, aber Fragen kostet ja eben nichts. In der Regel ist das auch also kein Problem. Grundsätzlich öffentliche Events führen wir eigentlich eher nur in Abstimmung mit anderen Organisationen durch. Also wo wir mal sagen, wir machen mal was gemeinsam, verabreden wir uns vorher. Da bieten wir dann auch gerne unsere Infrastruktur an, falls sie benötigt wird. Dafür kann man uns auch dann gerne über Discord erreichen. Wir kommunizieren zwar hauptsächlich über unser Teamspeak, weil Discord nicht alles an Funktionen bietet, was Teamspeak bietet. Und bei der Größe sind wir darauf angewiesen, da über Teamspeak-Nutzung bessere Nutzung zu erzielen als über Discord, muss man ehrlicherweise sagen. Aber zum Beispiel zum Anschreiben haben wir da deutsch- und englischsprachige Chats. Wir haben jetzt auch einen allgemeinen Star Citizen Talk neulich jetzt mal oder ganz aktuell aufgemacht, wo man einfach mit uns mal über gewisse Themen oder Belange einfach reden kann. Und da kann man natürlich auch Anfragen für gemeinsame Aktivitäten stellen. Da gibt es auch einen extra Kanal. Vom Discord habe ich entsprechend den Invite-Link hier reingepostet und auch nochmal vom Teamspeak. Wer ja vom Teamspeak vielleicht auch die Teamspeak-Daten vergessen hat, die stehen ganz unten drin. Der Kalender ist nicht öffentlich einsehbar. Der ist entsprechend ja für die Mitglieder, weil da natürlich auch ja interne Sachen drinstehen, die für die Öffentlichkeit natürlich nicht zur Verfügung stehen sollten. Und so aus gesehen, ja. Aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, also jeden Tag stehen mindestens 2, 3 bis 4 Events drin, wo man eigentlich teilnehmen kann. Also selbst wenn man mal reinschnuppert und dann findet man jeden Abend wieder irgendjemanden zum Mitmachen. Das ist also, je nachdem, worauf man Lust hat, an einem Abend mal ein bisschen gechillter unterwegs zu sein oder auch jetzt will ich Action. Ich glaube, ehrlich gesagt, da findet man immer was. Ja. Definitiv und wie gesagt,
Wer da mal als Gast reingucken möchte, generell, ja, geht einfach auf Teamspeak. Das können wir wirklich aus guter Erfahrung sagen. Mhm. Ja, fragt einfach, wo ihr mal mitmachen könnt oder wispert irgendwen an. Und ja, fragt, ob ihr da entsprechend mitmachen könnt. Und ja, die Mitglieder sind immer sehr, sehr hilfsbereit, ziehen euch in die entsprechenden Kanäle rein und nehmen euch dann natürlich entsprechend herzlich mit auf. Und dann könnt ihr das jeweilige ja, Gameplay als solches auch ja, mitmachen. Und wie gesagt, mittlerweile auch über den Discord als solches teilweise entsprechend so der Zugriff teilweise eben möglich. Ne? Aber wie gesagt, wer als Gast eben einfach mal mitmachen möchte, ja, ist wirklich unseres Erachtens ja, das Teamspeak die beste Möglichkeit als solches. Ne? Ja, die Orga als solches, man ja, erstellt ja immer so eine Organisation, hat da so verschiedene Ideen und ja, irgendwann stellt man fest, ach, das funktioniert vielleicht nicht so oder das könnte man noch mit aufnehmen oder entsprechend ja, Veränderungen machen. Die hat sich so eine Orga, ja, zum Beispiel jetzt auch das Kartell, während des Bestehens weiterentwickelt, waren da irgendwelche großen Änderungen, Anpassungen irgendwo nötig? Absolut. Also das gab ja immer wieder mal Gegebenheiten im Spiel, wo man sich als Organisation auch anpassen musste. Viele, die schon länger dabei sind, wissen, es gab ja auch mal wirkliche Durststrecken, wo wirklich kein neuer Patch oder nichts Neues rausgekommen ist. Da war dann halt natürlich die Aktivität auch am Boden und dann kamen wieder neue Mechaniken dazu, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten und eben auch nicht abgebildet haben. Also mal als Beispiel zu so seit meinem Beitritt ins Kartell, mal davon abgesehen, dass es natürlich da immer noch rasant gewachsen ist, da wurden zum Beispiel auch zwei weitere Bereiche für Spielmechaniken erstellt. Das war damals das SAR, also Search and Rescue, und das Marine Corps. Die gab es ja vorher gar nicht. Also und dann sind komplett neue Bereiche erstellt worden mit einem eigenen Staffelsystem und alles, was dazugehört, musste dann sozusagen ja mitwachsen. Ne? Das war dann die Notwendigkeit. Und da haben wir auch mehrfach unsere Abläufe und das Staffelsystem generell mal überarbeitet und auch auf Feedback unserer Mitglieder gehört natürlich, weil das gehört absolut dazu. Und soweit es möglich war, auch unsere Plattform mal überarbeitet. Also zum Forum damals noch eingerichtet hatten wir auch nicht am Anfang. Heute ist es unsere Hauptkommunikationsplattform mit über 200.000 Posts. Also es ist sehr aktiv gelebt und man muss dazu natürlich immer sagen, ne, alles, was wir da tun, machen wir ja vor allen Dingen in unserer Freizeit. Also da musst du auch erstmal die Zeit haben und auch die Unterstützung von den Leuten. Ansonsten würde das überhaupt nicht funktionieren. Also es wäre absolut utopisch zu sagen, da gibt es jetzt eine Handvoll Läufe, die schmeißt das, Handvoll Leute, die schmeißt jetzt das Kartell. Das kannst du vergessen. Also das geht nur miteinander. Ja. Ja, so eine Arbeit, ja, unterschätzen ja viele, so nach dem Motto, ich mache mal eine Orga auf und das wird dann irgendwo ein Selbstläufer. So funktioniert das natürlich nicht. Und ja, man sieht manchmal Orgas kurz aufblühen und danach wieder, ja, gleich eingehen, wenn da nicht entsprechend, ja, die Kommunikationsmöglichkeiten und natürlich die engagierten Mitglieder sind, die das Ganze dann eben entsprechend auch, ja, weitertragen, weiterentwickeln. Und ja, die Durststrecken, die du vorhin genannt hast, wollen wir mal hoffen, dass die jetzt so langsam der Vergangenheit angehören. Oh ja. Mittlerweile, ja, sieht man ja doch, dass es ja recht gut voranschreitet. Wollen wir hoffen, wie gesagt, dass es so bleibt und dass jetzt die 4.0 dieses Jahr uns hier im PU zur Verfügung steht und wir dann ja die ersten Möglichkeiten des Server-Meshings haben. Und dann wird das, glaube ich, nochmal ganz, ganz andere Dimensionen annehmen hier im ja, Gameplay und dass dann die Durststrecken vorbei sind. Ne? Ja, zumindest hat man jetzt ja schon mal mehrmals im Jahr zumindest ein Release, was irgendein Update mal angeht. Ne? Also das hilft ja auch schon viel, dass sich mal wieder was tut und es so auch interessant bleibt und immer mal auch Kleinigkeiten mal gemacht werden. Das macht es halt doch schon deutlich interessanter, als wenn jetzt ein Jahr nichts passiert. Ne? Das war damals so, ich glaube 2017, das war natürlich
ja, schwierig, ne? Den Belustigus kannst du da spielen, wie du möchtest, halt, wenn das Spiel es nicht hergibt, so dann machen die Leute halt was anderes, was ja auch in Ordnung und nachvollziehbar ist. Ist halt von uns, von der organisatorischen Seite her, natürlich eine schwierige Zeit gewesen, sage ich jetzt mal, ja. Ja, das können wir uns ja leibhaftig vorstellen. Man muss ja auch versuchen, ja, die Mitglieder so ein bisschen bei Laune zu halten. Und ja, wie gesagt, es gab ja hier genug Möglichkeiten, sich da ja entweder selber einzubringen oder ja von der Arbeit, die die anderen Mitglieder ja gemacht haben, ja, seinen Nutzen draus zu ziehen, sei es Übersetzung oder sei es einfach dann mal in so einer Durchstrecke zu sagen, ach, dann mache ich halt mal die Akademie mit und gucke mir mal an, ja, wie kämpfen so die besseren, na, Piloten, ja. ja, Und Piloten, genau, die zeigen dir dann Raumkämpfer. mal was. Ja, Genau, genau, ja. genau. Man kann die Wie Zeit das, ja sinnvoll nutzen, ne? Zumindest, genau. ja. Genau, oder mal in andere Sachen reingucken, ins Medical Gameplay oder sonst was, ne? Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, wann wir die 4.0 hier in unseren Händen haben. Ja, Schätzungen können immer gerne abgegeben werden, aber Kann sagen, hier kommt letztendlich, gerade eine Schätzung rein. ja. Frühestens erstes Quartal 2025, schreibt der Enigma. Naja, gut, sehe ich ein bisschen anders. Ich Vorsichtig rechne dann realistisch. dieses Jahr, aber schauen wir mal. Ich gehe auch von diesem Jahr aus tatsächlich. Wie gesagt, ich sage, oder wir sagen ja hier auch immer, lieber einmal ein bisschen später und dafür Spielbar. genau spielbar und nicht wieder irgendwo so ein Chaos, wie es ja 18. schon mal gegeben hat, ne? Gut. Ja. Es gibt ja viele Organisationen, ja, die stellen sich jetzt nicht nur, ich sag mal, mit einer Homepage auf, mit einem Forum auf und ja, ihr habt jetzt noch das Discord mit dazu genommen als solches. Die sind ja auch auf verschiedenen Plattformen im Web zu finden, wie ja Facebook, X, Insta und so weiter und so fort. Ja, seid ihr da auch irgendwo vertreten oder wie schaut das bei euch aus? Nee, tatsächlich, auf Social Media sind wir nicht vertreten. Ist vielleicht auch so ein Altersding. Wir sind ja alle schon ein bisschen betagter hier, ne? Ich glaube, das ist so grundsätzlich bei Star Citizen so ein Ding, dass da eher die älteren Leute, mit drin sitzen. Aber wir haben da einfach, wir sehen da auch irgendwie keinen Bedarf, ne? Also die Reichweite, die wir so haben, ob in-game oder jetzt sage ich mal über YouTube, generiert es genug Reichweite, wo man sagen muss, okay, da sich auf Social Media noch zu präsentieren und quasi Werbung für die Org zu machen, das haben wir eigentlich noch nie so wirklich betrieben. Wir sind halt da und haben uns eher darauf konzentriert, unsere internen Strukturen für unsere Mitglieder zu verbessern, als dass wir jetzt unser Engagement irgendwie für ja, die Werbung und Außenpräsentation nutzen wollten. Also im Endeffekt, die Qualität war eigentlich immer so ein bisschen das, was wir vorrangig bedienen wollten und wo wir unser Engagement reinsetzen wollten, als jetzt irgendwelche, ja, weiß ich nicht, einmal die Woche irgendeinen Post irgendwo bei Facebook zu machen oder auf Insta oder so. Da haben wir jetzt auch nicht wirklich einen, der das ja hauptverantwortlich betreuen wollen würde. Und Ja. von daher haben wir das außen vor gelassen bis jetzt. Ja, ist ja auch immer die Sache. Da, auch das will ja gepflegt werden. Ist ja nicht nur einfach so, ich hau da jetzt mal so eine Facebook-Seite rein und dann ist gut gewesen, sondern ja, da müssen ja auch entsprechend Informationen rein und die möglichst zeitgleich mit dem, was ja eigentlich auch im Kartell so passiert und öffentlich dargestellt wird und nicht nur intern gehandelt wird. Und ja, da muss natürlich, wie gesagt, permanent jemand bei sein und das zeitgleich damit aufbauen. Und ich glaube, der Trinity hat das mit den Betagten nicht sogar ganz gefallen. Sie schrieb, bitte. In der Regel, habe ich Ja, gesagt, alles nicht gut. jeder, ne? Und nicht jede. Wir kennen doch auch die Trini, genau. Ja. So, ja, dann kommen wir mal zum anderen Thema und die Seite rufe ich hier auch schon mal auf. Wie sieht's denn mit dem YouTube-Kanal aus?
Ja, genau. Also das haben wir natürlich jetzt in letzter Zeit doch schon mal versucht aufzubauen. Da haben wir uns mal zusammengesetzt, um zu gucken, wie wir denn da Inhalte ja bereitstellen können. Auch da war unsere erste Idee gewesen, ein Format zu finden, was unsere Mitglieder informiert, also über das, was im Kartell abgegangen ist und was vielleicht demnächst noch so geplant ist, einfach damit unsere Mitglieder einfach komplett informiert sind, weil bei der Größe und trotz Kalender hat man vielleicht nicht alles auf dem Schirm oder will man mitkriegen, hey, was ist denn da damals bei rausgekommen oder was ist das Ergebnis von einem Wettkampf gewesen, wo wir teilgenommen haben oder so. Und da haben wir uns das Format der KIT News ja, überlegt und versuchen das, sag ich mal, mehr oder regelmäßig zu bedienen, je nachdem, wie die Arbeitslage halt ist. Wir sind momentan im Studio nicht wirklich viele Leute, deswegen muss man einfach sagen, da suchen wir definitiv noch Unterstützung. Was wir aber sehr gerne da auch noch releasen, sind sozusagen Mitschnitte von Videos, die unsere Mitglieder gemacht haben, die also auch streamen. Also da findet ihr auch nochmal bereitgestellt, auch die Twitch-Übersetzung hier von der Space-Familie nochmal aufbereitet, ne, dass man die nochmal auf Deutsch sich da auch nochmal anhören kann. Und damit versuchen wir unseren YouTube-Kanal, sage ich mal, immer mal wieder mit neuen Inhalten zu versorgen. Wie gesagt, Unterstützung bräuchten wir da definitiv noch. Und wer da Lust hat oder den das anspricht, der kann gerne bei uns vorbeikommen und sich einfach melden. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, sehr schön. Ja, Videobearbeitung ist nicht mal gerade so eben in Oh 5 Minuten nee. gemacht. Das bedarf alles schon seiner Zeit und ja, es muss natürlich alles ein gleiches Format haben, dass ja, wenn dann auch entsprechend ja Videomaterial zur Verfügung gestellt wird, ja, alle so das gleiche Format nutzen und da nicht der eine in der komplett anderen Auflösung plötzlich unterwegs ist als der nächste, da bringt es dann ja auch nichts, so einen Zusammenschnitt zu machen als solches, Ja, ne? das stimmt, aber auch nochmal, also da auch da haben wir Strukturen geschaffen, womit das durchaus easy möglich ist, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt heißt, so, wir suchen Leute, die jetzt hier irgendwie unseren YouTube-Kanal und alles andere dahinter gelagert irgendwie neu aufbauen oder so. Da gibt's eigentlich schon alles. Da suchen wir Ja. eigentlich nur noch aktive Beteiligung und ich sag mal, viele Hände, schnelles Ende und so, ne? Dann ist es auch nicht viel Arbeit. Das wisst ihr ja selber, wenn es nur ein paar Leute sind, dann hat man immer einen riesen Batzen nach Feierabend zu erledigen. Und wenn sich es mal auf mehr Leute verteilt, dann ist das auch easy handelbar und auch eben längerfristig Spaß als Arbeit, sagen wir es mal so. Und da würde ich gerne auch wieder hinkommen mit dem Studio. Ja, das wäre sehr schön, weil ja, man sieht ja natürlich auch, ja, jetzt an Zahl der Abonnenten und auch die Zahl der Zugriffe ist wirklich, ja, sehenswert als solches. Ja, vielen Dank überhaupt erstmal von unserer Seite, dass ihr da unsere Videos entsprechend dann auch nochmal, ja, postet und da zur Verfügung stellt für die Community. Finden wir wirklich, super. Und ja, es ist eben ein Beitrag, so wie das Kartell das als solches ja macht mit der Redaktion, ist auch hier das eben Beitrag an die Community, ja, für alle, die vielleicht nicht so gut Deutsch können und das Ganze auch mal auf Deutsch, ja, hören und auch sehen möchten. Man bedient sich ja da, das habe ich ja früher auch gemacht, manchmal der YouTube-Übersetzung. Ja, manchmal ist dann natürlich diese Übersetzung nicht gerade so das lupenreine, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das Problem ist ja, man liest unten mit und versucht oben die Bilder mitzukriegen. Und irgendwann, ja, kam dann eben auch der Gedankengang, ja, das Ja, Ganze zu definitiv übersetzen kann ich und, auch, ne? genau, kann ich nur zurückgeben. Also vielen Dank fürs zur Verfügung stellen und dass wir die Veröffentlichung da einfach auf unserer Plattform auch nochmal vornehmen können. Ich denke mal, das ist auch so ganz wichtig, dass man einfach sich gegenseitig immer unterstützt bei sowas. Und ich auch da wieder, ne, wie hast ja schon gesagt, der Gedanke ist halt, dass man der Community da was Gutes macht. Und da ist dann auch egal, ob da Kartell dran steht oder Space-Familie im Endeffekt. Genau. Wenn du jemanden erreichst, dem das eine Hilfe ist, dann passt es. Ja. Und dann lohnt sich auch die Arbeit, die man da reingesteckt hat. Genau, ja. Wie gesagt, das ist immer dann so ein bisschen schade, natürlich für die Redaktion, aber ich glaube, bei der Redaktion, ihr könnt, glaube ich, auch auswerten, wie viele Zugriffe da auf die jeweiligen PDF-Dokumente waren, ne, oder?
Ja, das geht. Ja, Das genau, ist auch schön. gerade tatsächlich, oder es ist auch gar nicht so wenig tatsächlich, was man immer mal denkt. Aber das ist ja auch gut so, weil dann ist das Angebot ja zumindestens da und wird auch angenommen. Also ist ja schön zu sehen. Ja, Ja, also. ist ja genau, nicht nur, dass man es einfach nur anbietet und ja, im Endeffekt weiß man nicht, was draus wird und so sieht man ja, dass natürlich die Zugriffe darauf auch sind und ja, im Endeffekt, ja, man sieht, dass das Ganze dann auch in dem Sinne Nutzen hat und das ist natürlich dann auch, ja, ein Lob so gesehen an die Redaktion, je mehr Zugriffe da sind. Und daher, ja, wie gesagt, machen wir für sowas immer entsprechend auch gerne Werbung. Und ja, eine Hand wäscht irgendwo die andere immer. Und das ist ja jetzt bei den Exakt. Streamern nichts anderes mit den Shoutouts, die man hier macht. Und hier ist es eben so, dass man sagt, gut, komm her, ne, wir stellen das entsprechend so zur Verfügung. Und ja, ihr könnt es entsprechend auf eurem Kanal nutzen. Und ja, ihr schreibt ja auch dankenswerterweise da immer rein, dass das von der Space-Familie kommt. Und ja, kümmert euch ja dann auch um die kompletten Kommentare, die da drunter stehen. Ne? Genau, ja, zum Finanziellen, genau, kommt hier Genau. gerade eine Frage rein. Da kommen wir nachher, glaube ich, aber auch nochmal im Genau. weiteren Verlauf dann Hier liegt mal, nochmal. die stellen wir mal ganz kurz zurück. Genau. Die ist aber nicht vergessen, die Frage. Nein, ne, auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, den YouTube-Kanal habe ich hier auch nochmal reingepostet. Ihr könnt da gerne reingucken. Da gibt es dann auch nochmal so ein schönes Video hier. Ich lasse das mal ganz kurz Willkommen mal auf dem einmal durchlaufen, YouTube-Kanal wenn das des okay ist Cutlands. mit. Wir sind die größte deutschsprachige Organisation in Star Citizen. Unser Hauptziel ist es, uns als wirtschaftlicher Machtfaktor zu etablieren. Um dies zu verwirklichen, haben wir verschiedene Bereiche, welche sich Kompetenzen in den breiten Spielmechaniken von Star Citizen aneignen und damit eine kartellübergreifende Präsenz aufbauen und sicherstellen. Auch Operationen unterhalb des Radars sind hierbei nicht ausgeschlossen und werden von entsprechenden Spezialisten umgesetzt. Das Kartell versteht sich dabei als rechtschaffenneutral. Das bedeutet, dass es seine eigenen Regeln und Moralvorstellungen sowohl intern als auch extern konsequent durchsetzt. Hier auf unserem YouTube-Kanal findet ihr neben Tutorials zu den wichtigsten Themen rund um Star Citizen, Vorstellungen zu unseren Bereichen, Podcasts mit unseren Mitgliedern sowie Videos zu unseren Events und besonderen Snippets. Um keine neuen Videos zu verpassen, abonniert unseren Kanal und teilt die Videos, die euch gefallen. Natürlich würden wir uns auch freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Schaut dazu einfach bei uns auf dem Teamspeak vorbei oder meldet euch über Spektrum. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung, unserer Kanalinfo und auf das-kartell.org. Wunderschön, ich erinnere mich noch ja, immer wieder zurück, wie das ganze Video so erstellt wurde, dieser ganze Trailer. Das war wirklich coole, coole Sache damals gewesen und auch ja, wie das Ganze eingesprochen wurde. Ja, man sieht, dass da wirklich viel, viel Arbeit hintersteckt und ja, Mitglieder da auch am Werk sind, die wissen, was sie tun und wie man sowas am besten ja, bearbeitet und nachher entsprechend auch hier zur Verfügung stellt. Ja, um mal so einen kurzen Überblick auch so übers Kartell zu zeigen. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, wir hatten ja vorhin das Thema mit, das Kartell ist ja nicht so die einzigste Orga, die es gibt. Auch ja, wenn sie sehr, sehr groß ist und auch immer Gäste mitspielen. Wie sieht es denn aus? Es sind ja viele Orgas, die sich dann ja so einer ja, übergeordneten Organisation mit angeschlossen haben, die da irgendwelche Zusammenschlüsse miteinander haben, die da was machen. Wie sieht das so beim Kartell aus? Und wenn es da was gibt, mit wem arbeitet ihr so zusammen? Ja, also klar ist das Kartell bei weitem nicht die einzige Organisation. Ich glaube, wir haben knapp Ja. 100.000 irgendwie im Ja. SC-Universe. Also nein, das wäre ja auch vermessen. Also, also Beziehungen unterhalten wir eigentlich zu einer Vielzahl von Organisationen. Dann machen wir auch gemeinsame Trainings zum Beispiel oder wir bereiten uns gemeinsam auf Wettkämpfe vor oder man kommuniziert einfach gemeinsam und fasst gemeinsame Aufträge ins Auge und sowas. Das wird schon gemacht. Feste Zusammenschlüsse, also so in Richtung diplomatisch, im diplomatischen Sinne, haben wir aber derzeit noch nicht ins Auge gefasst. Ne? Es ist unserer Meinung noch ein bisschen zu früh, hier irgendeine Entscheidung zu treffen, weil solange das PU noch nicht persistent ist und es irgendwie klar ist, also an welchem Ende der Galaxie man landet, kann sich noch sehr viel ändern. Und
Sag mal, bis dahin sind wir in der Community aktiv unterwegs und sind da, glaube ich, auch ganz gut vernetzt. Vor allen Dingen auch außerhalb des Spiels wollen wir da ja einen lebendigen und freundschaftlichen Umgang mit allen Citizens haben. Ich denke, das haben wir in der deutschen und auch internationalen Community wirklich sehr gut hinbekommen. Stichwort Con 42, da gibt es natürlich noch mehr Berührungspunkte in die deutsche Community rein. Also von daher warten wir mal ab, wie es dann aussieht. Wenn da Persistenz ist und wir ein größeres Verse haben, dann denke ich mal, wird es auch mit diplomatischen Verbindungen irgendwann gar nicht mehr ohne gehen. Aber aktuell haben wir das eher mal auf Eis gelegt. Ja, wer weiß, welche Organisationen bis dahin noch bestehen, um Gottes Willen. Also wir wollen da jetzt keinen irgendwie schlecht reden. Aber wir kennen ja nun auch eine Organisation, mit der wir ja früher auch zusammengearbeitet haben, die dann leider ja den Stecker gezogen haben, wo wir auch sehr, sehr traurig drüber waren. Das waren ja damals die Helldiver. Das war ja wirklich so eine kleine Hardcore-Organisation, die wirklich sehr, sehr aktiv waren und ja ihre Mitglieder auch sehr ausgebildet, sehr gut ausgebildet haben. Und mit denen haben wir ja auch zusammen immer was unternommen. Und ja, das ist natürlich dann auch schön, wenn man dann mal auch ja mit anderen Organisationen zusammen was unternimmt. Und ich kenne da ja auch noch einige Aktivitäten, sei es mit Merck, XPG und so weiter, wo das Kartell dann immer auch ja mit aktiv war. Und ja, da bedarf es dann ja für das Kartell dann keiner großen Zusammenschlüsse oder sonst irgendwas. Und wer weiß ja, wie sich vielleicht die eine oder andere Organisation auch noch weiterentwickelt, wo man sagt, ja, nee, wir gehen jetzt einen ganz anderen Weg als solches und dann zerbricht sowas wieder. Und von so aus gesehen, ja, wir haben noch ein paar Jährchen Zeit, Das ist der Punkt, ne? Ich denke halt, also das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber alleine von der Größe her können wir natürlich vieles auch einfach intern darstellen, ne? Und das ist natürlich ein Vorteil, den wir haben. Aber deswegen können wir uns einfach auch Zeit lassen mit diplomatischen Avancen umzugehen, ne? Aber das ist natürlich auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Aber wir müssen es eben nicht übers Knie brechen. Also wie gesagt, aktuell sehe ich da noch nicht wirklich einen tieferen Sinn drin. Von daher einfach mal abwarten, was SC so bietet in ein paar Jahren, wenn das mal ein bisschen größer alles wird und wir uns alle irgendwo im Verse verteilen und vielleicht mal alle zusammen überhaupt auf den Server kommen, dann sieht die Nummer wahrscheinlich ganz anders aus und dann sind wir definitiv wahrscheinlich auch eher offen, mal zu gucken, wohin die Reise dann geht. Ja, wie gesagt, wir sind da ja auch immer so, wo wir, ja, damals ja mit dem Kartell unternommen hatten und gesehen haben, ja, wie gut das Gameplay auch so mit anderen Organisationen zusammen funktioniert, ohne da jetzt irgendwie so einen engeren Zusammenschluss zu haben, ne? Und von so aus gesehen, ja, abwarten, Tee schlürfen und mal gucken, ja, wann es so weitergeht und wer dann noch alles da ist. Und ja, du hast es ja eben auch gesagt, ne, es werden alle Bereiche ja wiedergespiegelt, die in Star Citizen möglich sind. Und ansonsten, ja, ist es ja so, wenn man eine Organisation hat, wo man sagt, ja, wir machen jetzt nur, ja, ich überspitze es jetzt mal so ein bisschen, Mining, ja, dann braucht man natürlich noch jemanden, ja, wer macht jetzt Geleitschutz und wer macht Transport und. Ja, und da muss man sich natürlich externe Hilfe beziehungsweise Zusammenschlüsse suchen. Und ja, das braucht das Kartell, wie gesagt, anhand des Aufbaus und der Größe natürlich entsprechend nicht machen. Ja, beziehungsweise müssen das natürlich auch machen, aber wir können es halt intern darstellen. Ne? Ja, da genau, ist die erste Adresse halt klar, es ist so die Nachbarstaffel, so im besten Fall. Ne? Und dann hat man natürlich, ich sag mal, kurze Dienstwege. Ne? Ja. Und meistens kennt man sich ja dann auch schon ein bisschen auf einem anderen Niveau, als wenn man sich das immer extern organisieren muss, sage ich mal, ist ja natürlich innerhalb von der Org auch einfacher darzustellen. Ja. Genau, aber der Enigma schreibt auch, Kooperationen werden irgendwann relevanter und das sehe ich durchaus auch. Irgendwann wird das sicherlich doch mal spannend werden. Absolut, ja. Genau. Dann kommen wir doch mal ein bisschen, was heißt weg von der Orga, kommen wir mal zu einem anderen Punkt und zwar die Con 42.
Seid ihr da nächstes Jahr auch vertreten und wie wichtig ist die Teilnahme dort für euch? Ja, also COM42 ist natürlich super wichtig. Also für diejenigen, die diese jetzt noch nicht kennen, muss man vielleicht kurz erklären, was die COM42 eigentlich ist. Also angefangen hat das Ganze 2016 auf Initiative damals der Organisation Merck und Phoenix Interstellar sind wir damals bereits 2015 in den Planungsprozess für eine Convention eingebunden worden. Damals noch unter dem Namen SITCON haben wir dann in der Zusammenarbeit mit den größten deutschen Organisationen die Planung für eine Veranstaltung von der Community für die Community durchgeführt. Und analog zu den von CIG durchgeführten Veranstaltungen, also die CitizenCons, wollten wir immer für die deutschsprachige Community ein Eventformat haben für die Zeit, wo die offizielle CitizenCon eben in Amerika oder die UK durchgeführt wird. Also dann hätte damit die deutsche Community einfach jedes Jahr ein physisches Event zum Besuchen. Und das hat damals den Ursprung genommen und seitdem sind wir da in der Planung und in der Zusammenarbeit immer mit am Start gewesen. Also 2018 ist dann sozusagen das Format von CitizenCon beziehungsweise von SITCON auf COM42 umbenannt worden in Abstimmung mit CIG. Und letztes Mal fand diese Veranstaltung dann Corona-bedingt in 2023 statt und erreichte mit fast 600 Besuchern und internationaler Aufmerksamkeit dann auch ihren Höhepunkt. Und da hatten wir halt immer die Unterstützung der in Frankfurt ansässigen Developer von CIG, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und gerade diese Zusammenarbeit innerhalb der deutschen Community über die Organisationsgrenzen hinaus, stellt für mich immer was ganz Besonderes dar und wird dem Leitspruch auch besondere Maße gerecht. Also die COM42 ist wirklich von der Community für die Community etwas, wo wir ein großes finanzielles Risiko eingehen jedes Mal und das nur funktioniert, wenn wirklich da Engagement stattfindet und jeder, der auch der Besucher ist, einfach eine gute Zeit haben kann als physisches Event und wir dadurch auch die Unterstützung von CIG kriegen. Also das finde ich immer super toll. Aktuell sind wir bereits in der Planung drin für die nächste COM42, die wird 2025 stattfinden. Da gibt es jetzt natürlich noch nicht alle Details zu, aber den aktuellen Planungsstand könnt ihr euch gerne mal auf der Webseite angucken. Genau, du hast es schon eingeblendet. Da gibt's oder ihr geht einfach auf den entsprechenden Discord-Server drauf von dem von der COM42. Da könnt ihr also auch euch einfach vernetzen und wenn es da offizielle Infos gibt, dann werden wir die da natürlich auch als erstes posten oder auch Umfragen erstellen. Wir haben zum Beispiel ein Poster-Event auch laufen, womit man Goldticket gewinnen kann und so. Also da versuchen wir schon einiges möglich zu machen. Natürlich kann man sich da auch melden, wenn es darum geht, ob man mithelfen möchte auf der Con und so weiter. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wichtig auf jeden Fall ist die COM42 auf jeden Fall. Ich habe da immer nur Gutes im Endeffekt davon gehört. Für mich war es immer ein Riesenspaß, auch immer eine Riesenarbeit, muss man auch immer ehrlich sagen. Also das ist neben dem Organisatorischen wirklich eigentlich das Ding, was am meisten Zeit frisst. Und dann hat man so einen Tag, wo man denkt, meine Güte, jetzt hast du Monate an Arbeit investiert für diese, ich sag jetzt mal, ne, 12 Stunden oder was. Da kommst du wirklich abgeschlagen nach Hause und guckst in die nächsten 3 Tage dann mal nach, was wieso das Feedback zu der Veranstaltung war. Aber soweit wie ich das gesehen habe nach der letzten Con, hat es den meisten Leuten zumindest mal Spaß gemacht und hatten alle einen super Tag gehabt. Also von daher hat sich die ganze Arbeit da wirklich gelohnt und ich freue mich aufs nächste Jahr. Also wir auf jeden Fall auch. Wir haben schon Karten, werden auch wieder als komplette Space-Familie kommen. Also wir freuen uns drauf. Es lohnt sich wirklich. Wir waren letztes Jahr ja auch dabei. Alle drei, es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich grandios. Also kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also uns hat es Spaß gemacht. Es war informativ. Man hat endlich mal die Leute kennengelernt. Ein Gesicht hinter der Stimme. Also kann man wirklich nur empfehlen. Daher auch nochmal der Aufruf von uns, wer Lust hat, da in irgendeiner Art und Weise das Ganze zu unterstützen. Da kommen keine Leute von außerhalb, die da irgendwas machen, sondern ja, das wird einfach wirklich ja von Star Citizen Spielern und deren Familien
aufgebaut und unterstützt und geleitet. Und wenn ihr da Lust habt, entsprechend mitzuwirken, ja, dann macht das. Viele Hände, schnelles Ende. Wir haben es ja das letzte Mal gemerkt, wie es dann doch eine Menge mehr plötzlich zu tun war, was noch so irgendwo dazu kam und ja, an Ideen noch eingebracht wurde der einzelnen Mitglieder. Und das ist schon nicht ohne, das Ganze aufzubauen. Ich muss mal ehrlich gestehen, ich habe 3 Kreuze gemacht, als alles vorbei war, aber letzten Endes, ja, war es wirklich toll. Wir waren alle fertig, aber ja. Ich glaube, alle, wie wir da waren, alle, die mitgeholfen haben, waren wirklich fertig. Ja. Und der Höhepunkt für mich war zum Schluss das Pizzaessen, als dann das Ganze vorbei war. Das war grandios, einfach nochmal das Ganze sacken zu lassen, Revue passieren zu lassen. Genau. Das war toll. Das war dann nochmal so ein Abschluss für alle, die das mit unterstützt haben, also die mit aufge- und abgebaut haben. Nochmal als Dankeschön von dem eigentlichen Coin42-Team. Und das war dann wirklich nochmal ein schöner Abschluss. Ja. Wir hatten uns da hatten dann den Windschatten, den Frank, kennengelernt und das war echt klasse. Na. So, meine Stimme wird schon wieder rau. Ich muss erst mal einen kleinen Schluck trinken. Nee, erstmal. Hast du den denn vorher genommen überhaupt? Ja, ich hatte vorhin Bollos schon genommen. Okay. Ja, und ihr seht ansonsten, da will sich keiner mit irgendwo bereichern oder sonst was. Das ganze Geld geht für die komplette, Con 42 drauf und. Die Unkosten halt, ne? Ja. Die Halle mieten und, ne? Genau, also wenn es dann am Ende einen Überschuss auch gab, dann haben wir das gespendet. Ach, also, schön. Also tatsächlich gab es dann e.V., also ein Verein, der PC-Teile eigentlich gebrauchte, sammelt und daraus PCs baut und den Familien zur Verfügung gestellt werden, die sich sonst keinen Rechner leisten können. Und denen haben wir dann sozusagen, wenn es denn einen Überschuss gab, dann eben den kompletten Überschuss halt einfach gespendet. Das ist cool. Sehr das schön. Ist eine coole Aktion. Als Beispiel. Ja. Mhm. Also ansonsten natürlich auch gerne andere, also gemeinnützige Vereine oder generell Vereine, wo wir denken als Veranstalter, da würde die Community auch dahinter stehen, dass das Geld eben da liegt. Also wir selber machen das aus Spaß an der Freude und behalten uns da nichts übrig, sage ich jetzt mal. Ne? Also das macht es auch ein bisschen spannend halt, weil jede Con für sich funktionieren muss, ne? Weil wir eben kein Erspartes irgendwo haben. Aber bis jetzt sind wir damit gut gefahren und die Community ist halt großartig. Also von daher, was soll ich sagen, ich gehe da recht beruhigt in die Planung von so einer Con rein, weil wir haben mittlerweile doch schon, glaube ich, einen ganz guten Mitgliederstamm, der das auch gerne als Anlass nimmt, sich mal im Real Life einfach zu treffen und dann ist der Anlass einfach schon klar und so wie du es auch gesagt hast, mal wieder ein Gesicht hinter der Stimme sehen oder einfach, es ist halt ein schöner Anlass, ne? Und mal ganz nebenbei kommen ja die Devs von CIG auch vorbei, also wer da mal Interesse hat, einfach auch mal mit denen bei einem Bierchen zu schnacken oder so, das geht halt da, ja. Ja, das war auch nochmal so ein i-Tüpfelchen, da mal die Programmierer zu sehen. Mit dem einen hatten wir noch ein Foto gemacht. Chambers. Genau, Brian Chambers. Da hatte ich erst so ganz, ganz schüchtern gestanden, habe so überlegt, kannst du den überhaupt ansprechen? Funktioniert das denn so? Der war da gerade im Gespräch mit anderen und da habe ich so gefragt und dann, ich sage, kann ich von dir mal ein Foto machen? Ja, wir können auch eins zusammen machen, wupp, wupp. Und dann waren wir gleich Seite an Seite mit den Leuten und kam auch so ins Gespräch. Das war wirklich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Auch eine coole Socke, der Brian Chambers. Da gibt's nichts. Wie gesagt, was auch ansonsten so generell bei der kompletten Con geboten wird. Und ich erinnere da immer nur an Forsterland, der da den ganzen Tag durch die Gegend läuft. Oder wie heißt der? Weiß, genau, der Fotos gemacht hat. Macht. Und wer war noch am Mikrofon die ganze Zeit? Und hat Vladdy, genau, Vladdy. Richtig. Ne? Der da wirklich den ganzen Tag nur unterwegs war gemacht. Power hätte ich gerne. Ja, und dann war er irgendwie den nächsten Tag schon wieder irgendwo im Interview zur Con42. Da haben wir hier gesessen. Die Wunden geleckt. Ne, da haben wir gesagt, hier läuft erstmal gar nichts mehr ab. Ne? Also Stimmbänder müssen sich erstmal beruhigen. Und der war da schon wieder Feuer und Flamme und hat da dann nochmal so nachträglich erzählt. Und mal gucken, vielleicht lassen wir uns sowas auch nochmal einfallen nach den nächsten Con42. Da auch nochmal so ein kleines Interview mit ihm zu machen, mal gucken und vielleicht auch Forsterland mit einzuladen, wäre ja mal so eine Idee. Ja, wir haben ansonsten hier nochmal aufgerufen, was so die Tickets kosten.
ja, wer sagt, okay, Portemonnaie gibt nicht ganz so viel her, 40 Euro in dem Sinne. Ja, ein Silberticket kostet dann schon 65 Euro oder eben das Goldticket 100 Euro. Ja, je nachdem, was so der Geldbeutel hergibt. Und ja, wir können es wirklich empfehlen, wie gesagt, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen, die Spieler, mit denen man ja sonst irgendwo ja nur unterwegs ist. Ja, was zu welchem Paket gehört, steht hier vorne entsprechend mit drin. Einen Tag vorher findet ein Bar Citizen statt. Ja. Ja, das hatten wir das letzte Mal ja in dem Sinne auch in dem einen Restaurant und das war wirklich, ja, cool, so viele Leute auf einen Haufen zu sehen und ach, du bist der und ja, die meisten haben ja dann auch irgendwelche T-Shirts an mit Namen und so. Ja, dazu kann ich vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr Details raushauen. Es ist so, letztes Mal war das recht spontan organisiert, also einen Tag vorher und dann war es so ein bisschen kompliziert zu gucken, wo kriegen wir jetzt eigentlich 50 Leute unter? Und eine halbe Stunde später, ach nee, sorry, wo kriegen wir denn jetzt 80 Leute unter? Und nochmal eine halbe Stunde später, wo kriegen wir jetzt 100 Leute unter? Und im Endeffekt waren wir dann 120. Und das so einen Tag vorher halt zu organisieren, wir so, ne, wo gibt es überhaupt den Platz? Haben die das Essen auch überhaupt da und so weiter? Das war einfach zu krass, ja. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen es jetzt optional. Am Freitag, also vor der eigentlichen Veranstaltung, wird ein Bar-Citizen stattfinden und zwar in der Halle, also in der Location von der Con, quasi wie so eine Art Premium-Zugang im großen Saal und da wird über einen Caterer eingedeckt werden. Und deswegen ist es auch nochmal, sage ich mal, separat in der Berechnung drin, weil das wirklich die Selbstkosten sind für wirklich ein Menü. Das findet ihr auch auf der Seite aufgelistet und eben für den Abend, dass man da ein Bar-Citizen hat, wirklich mit einer Menüauswahl, Vorspeise, Nachspeise und so weiter. Wen es wirklich interessiert, der kann sich da die Details angucken. Aber das ist rein optional und das muss keiner machen, aber wer Bock hat, gerne. Wir sind da von den Plätzen auch ein bisschen limitiert, liegt einfach daran wegen Brandschutz und Bewegungsfläche und so weiter. Und wir müssen natürlich am Abend vorher den ganzen Kram dann auch wieder wegräumen, weil am nächsten Tag geht ja die Veranstaltung los. Aber so sind wir dann wirklich alle mal zusammen in einem großen Raum und dann sieht man sich auch mal so, ne, wer die Verrückten da alle so sind. Das ist natürlich eine super Idee. Cool. Genau. Letztes Mal waren wir ja doch dann so ein bisschen aufgeteilter in dem kompletten Restaurant und ja, man konnte sehen, ja, nicht anders, ne? Die Bedienungen, die Augen sind ja auch immer größer geworden, je mehr Leute da reinkamen. Und ja, wir merken das ja im Moment selber, wir veranstalten ja hier demnächst auch in Hannover ein Bar Citizen. Das ist immer so ein, so eine Sache, sowas zu entwickeln und auf die Beine zu stellen. Wie viele Leute kommen, mit was kann man da rechnen, das ist da schon wirklich ein Thema für sich und ja, dass das Ganze jetzt da in der Halle stattfindet und dann noch am 16. Mai, jemand hat ja schon geoutet, was das für ein Tag ist, da wird nämlich ein gewisser älterer Herr dann 60 Jahre alt den Tag, ich denke mal, wird Andy sich dann noch irgendein Späßchen erlauben, da werde ich glaube ich dann irgendwie mit einem Stahlhelm da irgendwo in der Ecke sitzen und mich gar nicht mehr blicken lassen. Schauen wir mal. Und ja, ich habe hier nochmal extra das komplette Menü nochmal hier so zur Verfügung gestellt, hier nochmal für den Stream-Chat. Da könnt ihr nochmal gucken, ja, was es da alles so gibt. Wie gesagt, ansonsten schaut da auf der Seite von der Coin42, kommt da auch hin. Und da ist wirklich für jeden was vorhanden. Fleisch, vegetarisch, vegan, ne, also Chicken Wings mit Chili-Dip als Vorspeise und Hauptspeisen genug und natürlich dann nochmal ein Dessert. Ich glaube, da ist jeder gut gesättigt und Getränke gehen dann nochmal extra als solches. Aber da sind die Preise auch sehr moderat. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, genau. Also die Preise gehen über die normale Bar, die auch normalerweise während der Con auf hat, mit den entsprechenden Preisen. Also wir müssen nochmal überprüfen, weil ihr wisst ja, ist auch kein Geheimnis, das bin ich auch ganz ehrlich, alles ist teurer geworden, ja. Aber wir versuchen die Getränkepreise also wirklich gering zu halten, müssen wir aber halt noch Angebote einholen, weil jetzt Angebote zu holen hat keinen Sinn, das ist noch zu weit weg. Ja. Ne? Aber wer sich an die letzten Preise erinnern kann, ey, das war eigentlich Selbstkostenpreis, also
das ist wirklich auch so von uns gedacht, weil wir sind ja da, um uns selber quasi zu feiern und nicht jetzt den schnöden Mammon da zu machen. Wir wollen uns ja da nur selber finanzieren und im besten Fall natürlich nicht mit einem Minus rausgehen. Das wäre halt schade. Ja. Ja, das stimmt. Ja, hier bei uns im Streamingzimmer sind auch noch ein paar leere Bierdosen von der Con 42. Die schmeißen wir auch nicht weg, die haben wir beklebt. Genau, die werden definitiv nicht weggeschmissen. Das ist hier wirklich ja schönes Equipment, was man sich natürlich denn hier gerne dann nochmal reinstellt. Und ja, wie gesagt, Aufruf wird noch oft genug kommen. Je mehr es zu der Con 42 geht, werden wir hier natürlich nochmal entsprechend Werbung machen hier. Und entsprechend, ja, die Zuschauer immer wieder darauf hinzuweisen, dass da sowas stattfindet. Es gibt ja doch noch den einen oder anderen, der nicht weiß, dass es sowas hier gibt. Ja, Thema Real-Life-Treffen haben wir eben ja schon so ein bisschen angerissen. Gibt es da sonst noch irgendwie, ja, so Real-Life-Treffen von dem Kartell als solches? Also jetzt mal so kartellintern. Wie sieht das da so aus? Also grundsätzlich anderweitige größere Treffen, die wir jetzt als Organisationsleitung organisieren, gibt es eigentlich neben der Con 42 nicht. Aber so wie du es auch schon angesprochen hast, so örtliche Treffen, die zum Beispiel durch Staffeln organisiert worden sind oder eben einfach in der Gegend sind, ne? So, da hast du dann mal so Relay-Treffen, Bar Citizen, ich weiß nicht, Nordrhein-Westfalen oder so, ne? Und dann verabreden sich unsere Mitglieder da eben mal, weil es einfacher zu organisieren ist, wenn es eben um die Ecke ist, ne? Oder nicht ganz so weit weg. Ja, das gibt es durchaus schon. Da haben wir auch einen eigenen Forenbereich für, dass das eher, also dass es da eine Plattform für gibt und das wird auch angenommen, ja. Ja, im Moment läuft ja auch irgendwo wieder, glaube ich, ein Treffen, hatte ich gesehen, im Forum nebenbei. Mhm. Also wer im Kartell ist, ja, einfach mal reingucken unter Mitgliedertreffen. Da läuft, wie gesagt, wieder was aktuell. Und ja, lernt euch einfach mal persönlich kennen. Das macht die Sache entsprechend doch mal wesentlich runder als solches. Ja, die Zeit schreitet so langsam voran. Wir sind jetzt auch schon ja insgesamt mit dem Interview eine Stunde 20. Man merkt doch, ja, wie viele Informationen da so entsprechend rüberkommen. Und ja, wir kommen mal, glaube ich, so ein bisschen langsam zu dem Thema ja, Möglichkeiten der Bewerbung. Wie läuft sowas ab? Ja, die Organisationen machen das ja immer recht unterschiedlich. Wie läuft das so beim Kartell ab? Was kannst du da so aus deiner Perspektive sagen? Ja, also im Endeffekt relativ einfach eine Anfrage stellen mit 2-3 Zeilen Selbstdarstellung. Also wir sind zwar groß, aber legen schon drum Wert auf eine persönliche Vorstellung und kann man auch mal uns in Spektrum besuchen, Hallo sagen, wir haben dann dedizierten Thread für ja, dann steht eine Aufnahme normalerweise nichts im Wege. Ansonsten haben wir für die Mitgliedschaft eigentlich, setzen wir halt Volljährigkeit voraus. In Ausnahmefällen können aber auch minderjährige Familienangehörige aufgenommen werden, wenn diese halt den Anforderungen an respektvollen Umgang und Erwachsenenverhalten gerecht werden. Da haben dann die Eltern, sag mal, so ein bisschen die Aufsichtspflicht oder zumindest derjenige, der dann volljähriger Verwandte ist. Ansonsten gibt es aber keine Bedingungen. Also man kann alles bei uns wunderbar machen. Ja, ich muss niemanden einschränken oder irgendwelche Voraussetzungen schaffen. Ich glaube, da haben wir wirklich einen Riesenvorteil. Raumschiffe oder sowas haben wir auch alle genug. Also auch da gibt es keine Einschränkungen, dass du jetzt dies, das und jenes haben musst und dann kannst du nur beitreten. Also wenn euch das irgendwie interessiert, dann am besten einfach mal reinschauen und eben gucken. Das Einzige, was wir gerne haben, ist, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zu, halt so, welche Voraussetzungen oder was wir an unsere Mitglieder generell vielleicht für einen Anspruch haben. Dem wollte ich jetzt aber jetzt nicht vorgreifen. Ja, ist kein Problem, kein Problem. Das ist ja manchmal so im Laufe eines Interviews, dass da so manchmal das eine ins andere reingreift. Da kommen wir auf jeden Fall dazu. Ja, wir haben hier nochmal, wie gesagt, den Link reingepostet vom der Seite hier von Robert Space Industries. Loggt euch bitte vorher ein, bevor ihr eine Bewerbung bei einer Organisation stellt, weil sonst wird das nichts. Und wenn ihr euch eingeloggt habt, ja, dann über den Join Us Now-Button, den es ja bei jeder Organisation in dem Sinne gibt, ja, könnt ihr dann eure Bewerbung schreiben. Ja, und
nicht einfach nur Hallo reinschreiben, vielleicht mal ein bisschen mehr, was vielleicht so ein bisschen aussagekräftig in dem Sinne ist. Aussagekraft wäre schön. Ne? Ja, genau, mit der Volljährigkeit gibt es ja bei vielen, vielen Organisationen als solches. Und das finde ich auch sehr angenehm, wenn ich da mal ganz kurz eingreifen darf. Ich finde das wirklich doch schon sehr angenehm, ab 18. Ja. Ja, wenn man jetzt nachher dann so aufgenommen ist, wie läuft das so ab? Du hast ja vorhin schon was erzählt, dass es da so ein Rangsystem gibt, in dem Sinne so verschiedene Positionen. Wie ist das Ganze so aufgebaut? Was ist man dann, wenn man bei euch anfängt? Ja, genau. Also grundsätzlich das Kartell militärisch organisiert. Also neben sogenannten Funktionsrängen, die kommen mit einigen mit einiger Verantwortlichkeit, aber eben auch Rechten einher. Und haben wir halt auch noch ganz normale Ränge, zum Beispiel für andauernde aktive Teilnahme am Organisationsleben. Also wo man wirklich, wenn man da aktiv in der Staffel unterwegs ist und so weiter, ne, wo dann auch da der Rang erhöht wird, als Anerkennung dafür, dass man da eben aktiv mitgemacht hat und eben das Kartell unterstützt. Es gibt für herausragende Ingame-Leistungen außerdem noch Medaillen, für Outgame-Leistungen sogenannte Bänder. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Logo-Erstellung machst oder eine Lore schreibst oder dich anderweitig engagierst über den YouTube-Kanal oder sonst wie, auch dafür gibt es Anerkennung. Außerdem gibt es Auszeichnungen für das Absolvieren verschiedener Module über die Academy. Also da gibt es dann auch nochmal eine Anerkennung. Dass man da Spangen erhalten kann, eben wenn man so die Grundausbildung durchlaufen hat, ne, dann weiß man, okay, derjenige hat zumindest schon mal dies und das gehört. Und die Auszeichnungen dienen aber insgesamt nur als Motivation und Anerkennung für die Mitglieder. Ne? Das ist also nichts irgendwie, was einen dann zu befähigt, irgendwas bei uns machen zu dürfen. Du darfst bei uns immer generell alles machen. Es ist eben nur ein kleines Schmankerl. Hey, das ist cool, dass du dich da auch mal einen Abend hingesetzt hast und hast dir mal ein bisschen Theorieunterricht gegeben. Und dafür kriegst du jetzt halt auch eben mal eine Plakette oder eine Spange oder ein Band. Ja, sehr schön. Insgesamt haben wir eine recht flache Hierarchie, würde ich sagen. Habe es ja vorhin schon angesprochen, das ist OL, BL und dann also Organisationsleitung, Bereichsleitung und dann kommen schon die Staffeln. Viel mehr ist da nicht. Klar müssen da ein paar Dinge strukturiert sein, aber wir haben eigentlich bis in die Organisationsleitung rein immer ein offenes Ohr für jedes Mitglied. Also jeder kann mich jederzeit anschreiben, ansprechen im Teamspeak oder wie auch immer. Und da reagiere ich natürlich auch drauf, wie jeder andere auch in der Orga-Leitung. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für die Aufklärung, ja, wie das da so von der Struktur her nochmal ist und ja, wie das mit dem kompletten Rangsystem und ja, auch der Anerkennung ist. Ja, und auch da hinter jeder Anerkennung steht natürlich jemand, der eine Grafik erstellt hat. Also das ist nicht einfach so, dass da einen Daumen hoch für gibt oder sonst was, sondern ja, da sind es dann wirklich Grafiken, die da explizit für erstellt worden sind. Ja, genau. Wir hatten eben das Thema so schon so ein bisschen gehabt. Ja, Bedingungen. Ne? An was muss man sich denn generell so im Kartell halten? Wir hatten ja vorhin auch schon so ein bisschen das Thema Bug-Using, was ja verboten ist. Wie sieht es denn sonst aus so ja mit Aktivitäten, Fortbildung und sowas? Genau, also grundsätzlich erwarten wir eigentlich, wenn man Mitglied im Kartell ist, dass das Kartell auch die Main-Orga ist. Also, weil wir glauben, dass man sich schon im gewissen Maße zu einer Organisation bekennen sollte und in ihr dann auch aktiv sein sollte. Wir erlauben es aber in anderen Organisationen als Affiliate zu sein. Das geht schon. Also Hidden- oder Redacted-Einträge erlauben wir tatsächlich nicht. Ganz oder gar nicht ist da unsere Devise. Also damit unterscheiden wir uns dann auch von anderen großen internationalen Organisationen, die mit Affiliate-Mitgliedern deutlich höhere Mitgliederzahlen erreichen. Also das, was wir an Mitgliedern haben, die sind alle Hauptmitglieder bei uns. Da gibt es kein einziges Mitglied mit Affiliate-Rang, also Eintrag. Wir sehen uns deshalb auch nicht unbedingt als Massenorganisation. Wir sind zwar groß, aber im Endeffekt halt Bewerbungen sollten immer auch ein bisschen was zu einem persönlich sagen oder Schwerpunkte rausstellen, wo man sich im Spiel sieht oder was man vielleicht machen möchte, erreichen möchte, wie auch immer. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt noch nicht weiß, wo genau die Reise hingeht, dann ist das auch okay. Man kann sich bei uns ja ganz gut orientieren. Ja.
Das denke ich auch. Und ja, wie gesagt, mit diesen Organisationen, wo ja jeder irgendwie rein kann, ja, und das einfach nur als Affiliate sitzt, ja, die kennen wir auch zu Genüge. Was bringt da manchmal so eine Größe, frage ich mich so persönlich. Wenn, ja, dann die Main-Organisation ja eigentlich so die Hauptspielzeit in Anspruch nimmt und man dann eigentlich ja eher weniger bis gar nicht dann in irgendeiner Affiliate-Organisation ist in dem Sinne. Ja, von so aus gesehen auch so ein Thema, wo ich persönlich, also ist meine persönliche Meinung, ja, von Abstand nehme und ja, eine Organisation und dann ist gut und da bringt man dann eben sich dann entsprechend mit ein. Ja, vielen Dank für die Erklärung und ja, jetzt hat sich jemand bei euch neu beworben, ist so dabei und sagt irgendwann, Mensch, ich könnte ja hier mal was übernehmen oder ich habe die und die Wissensstände oder kann jetzt irgendwas vielleicht fürs Kartell tun. Wie läuft das alles so ab, um so eine Position vielleicht zu bekommen? Ja, also in der Regel treten Mitglieder ja früher oder später einfach mal eine Staffel bei und sind dann dort aktiv am Spielen. Führungspersönlichkeiten werden eigentlich immer gesucht. Bei entsprechender Eignung entscheidet dann die bestehende Staffelleitung nach einer gewissen Mindestmitgliedszeit. Ne? Ist ja auch irgendwo klar, denn die Leute müssen sich ja auch selber im Kartell erstmal zurechtfinden und auch auskennen, damit sie dann auch andere Leute anleiten können. Und das würde man ja bei einer Staffelleitung oder Beitritt einer Staffelleitung tun müssen. Wäre zumindest vorteilhaft. Und als stellvertretender Kommandoleiter zum Beispiel oder direkt als Kommandoleiter ist dann der erste Schritt in diese ja, Funktionsränge, ne? Also wo man schon Verantwortung halt auch hat, Rechte, man kann die Staffel mitgestalten in Absprache mit der Staffelleitung und so weiter. Und darüber hinaus wäre dann schon der nächste Schritt dann Bereichskoordinator. Da wärst du schon derjenige, der sozusagen dann ja, für einen Bereich organisatorische Aufgaben übernimmt und schon der Organisationsleitung eigentlich zuarbeitet. Und nebenbei kann man sich natürlich immer auch mit der Academy anschließen und dort dann ja einfach neuen Mitgliedern helfen, irgendwelche Spielmechaniken zu verstehen. Ja, oder man kann natürlich auch dem Media Department beitreten und da dann aktiv werden. Ne? Also entweder Videos machen, Grafik machen, in der Redaktion arbeiten, je nachdem, was man Lust hat. Ne? Leute werden ja, also, eigentlich immer gesucht. Genau, genau, gesucht. Und ja, man sieht ja, wie gesagt, anhand der Bandbreite des Kartells, ja, dass da natürlich entsprechend dann auch der Bedarf dann auch vorhanden ist. Und ja, wenn man sich da austoben möchte und dann sein Wissen damit reinbringen kann, ist das natürlich immer von Vorteil. Aber ja, wie gesagt, sowas muss natürlich dann auch ja auf lange Sicht hin sein und nicht so, ja, ich will da mal was machen und 5 Tage später verstummt dann das Ganze. Das ist dann natürlich entsprechend sinnfrei, ne? So, ja, dann gucken wir mal so ein bisschen in die Systeme. Ja, da waren wir ja vorhin auch schon als solches. Was stellt das Kartell so zur Verfügung? Ich habe mich jetzt, nehmen wir mal einen Beworbener, bin da jetzt neu bei. Welche Welt eröffnet sich dann einem neuen Mitglied da im Kartell? Was bekommt er alles zu sehen? Auch gewachsen, ne? Das ist schon eine Riesenlandschaft, ja. Was einen auch erstmal so ein bisschen erschlagen kann tatsächlich. Deswegen bieten wir das tatsächlich als Einführung in der Academy an, damit es einen eben nicht so erschlägt. Aber grundsätzlich, also wir haben natürlich eine Webseite, wir haben ein Forum, über welches die Hauptkommunikation läuft. Wir haben ein Teamspeak zur Verfügung, wo wir dann auch tatsächlich den direkten Austausch hauptsächlich drüber machen, weil das eben komplett mit unseren Systemen gesynkt ist und automatisierte Rechtevergabe erfolgt. Es gibt eine eigens dafür entwickelte Software, mit denen wir als Plugin über Teamspeak eben die Kommunikation in großen Gruppen deutlich vereinfacht haben. Viele Staffeln haben einen zusätzlichen eigenen Discord-Server, also zusätzlich zu dem offiziellen Kartell-Discord-Server haben die noch eigene, so für die tägliche interne Kommunikation jeder Staffel. Und durch eine kürzliche vollzogene Umstellung unserer Foren-Software können wir jetzt auch in das Forum automatisiert auf Discord-Server Push-Benachrichtigungen senden und umgekehrt.
Das heißt, der Informationsaustausch findet sowohl auf Discord-Seite als auch Forum-Seite statt. Das heißt, da sind wir dem Wunsch nachgekommen unserer Mitglieder, die jetzt nicht so begeistert waren von Foren-Software. Die können sich jetzt eher auch über Discord informieren und umgekehrt. Die Leute, die nicht auf Discord wollen, können es über Forum machen. Wichtig ist uns immer nur, dass wir halt konsistent Informationen vorhalten können, sodass unsere Mitglieder wirklich informiert sind und Informationen im besten Fall und Aktivitäten eben nicht an unseren Mitgliedern vorbeilaufen. Mhm. Ja, gut. Ist ja mal so die Sache. Der eine möchte gerne Discord haben, der nächste schreit nach Guildet, der nächste nach Teamspeak und der andere irgendeine Forensoftware und was weiß ich nicht noch alles. Da macht es dann schon Sinn, auch irgendeinen Standard einzuhalten. Und schön, dass sich da das Kartell ja auf Wunsch der Mitglieder natürlich auch weiterentwickelt hat und jetzt auch auf Discord zur Verfügung steht und das Ganze natürlich dann in dem Sinne gesynkt wird. Ja, wenn man hier drauf guckt, ja, dann sieht man natürlich nochmal ein Wiki, was da vorhanden ist und natürlich auch nochmal so eine komplette, DMS-Bibliothek als solches, was da auch im Laufe der Zeit sicherlich auch gewachsen ist. Genau, für jemanden, der nicht weiß, was DMS ist, das ist ein internes Dokumentenspeichersystem, also Ablagen für Vorlagen, für Grafiken, für alles. Also das ist eigentlich mittlerweile eher so ein bisschen der Backoffice-Bereich, eher so für die Redaktion und das Media-Department, weil wir jetzt sozusagen so Bilder, Vorlagen und so weiter können jetzt bequem übers Forum hochgeladen werden. Das war früher nochmal anders, aber auch da sind wir immer noch dran, halt das zu verbessern. Cool. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen so gesehen, das, was man ja als Nicht-Mitglied nicht sieht in dem Sinne. Das ist uns also auch mal so ein bisschen wichtig, da nochmal so ein bisschen aufzuzeigen. Was kommt danach? Was steht dem Mitglied zur Verfügung im Gegensatz zu dem Gast als solches? Genau, und dann kommen wir jetzt zum Blick in die Zukunft. Was plant denn das Kartell so für die Zukunft? Kann man da irgendwie so einen kleinen Vorausblick geben? Ja, klar. Also grundsätzlich arbeiten wir immer dran, so unsere Ausbildungsaktivitäten zu verbessern. Ne? Also, dass die Leute Spaß einfach daran haben, dann irgendeine Mechanik zu hintersteigen. Und natürlich Zusammenarbeit und gemeinsame Aktionen und auch Trainings mit anderen Organisationen aufzubauen. Und wir werden wahrscheinlich auch öfter mal an Wettkämpfen teilnehmen. Das ist zumindest so der Plan. Da haben unsere Mitglieder auch Lust drauf. Und darum geht es ja im Endeffekt, das zu machen und daran teilzunehmen, was unsere Mitglieder auch wollen. Das ist natürlich immer so ein andauernder Prozess. Und meistens haben unsere Mitglieder auch sehr innovative und gute Vorschläge und wir könnten an vielen Ecken wahrscheinlich auch noch Sachen verbessern. Da ist immer nur die liebe Zeit, die einem da in den Weg kommt. Hm. Aber wir bereiten eigentlich jetzt momentan als erstes natürlich die Con 42 vor mit unserem eigenen Stand, weil da wird es auch wieder so sein, dass die Organisationen mit eigenen Ständen und eigenen Konzepten vertreten sein werden. Also da fließt momentan Arbeit rein. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit all den Bemühungen einfach eine gute Zeit in Star Citizen genießen dürfen. Ja, bestimmt. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was die Zukunft von Star Citizen so uns zur Verfügung stellt. Steht und fällt damit, wo die Reise da auch so hingeht, so ein bisschen, ne? Na klar, immer. Ja, genau. Ja. So, und jetzt, Enigma, Öhrchenspitzen, wir haben die Frage nicht vergessen. Wie finanziert ihr euch? Also wie finanziert Servermiete, TS und so weiter in Echtgeld? Wie sieht das aus? Also klar, die ganzen Systeme kosten natürlich Geld im Monat. Und wir bauen da seit Jahren, ich könnte fast sagen Jahrzehnten, eigentlich auf freiwillige Unterstützung unserer Mitglieder. Also es gibt keine Mitgliedsgebühr, sondern man kann was spenden für die Finanzierung der Server und der Systeme. Und da sind wir vollständig transparent. Also wir pflegen da eine strikte Non-Profit-Kultur. Ja? Also wenn jemand was für die Servermiete beitragen will, dann wird das gepostet und aufgeführt. Die Serverkosten pro Monat sind transparent und werden veröffentlicht und man weiß immer, wie viel sozusagen auf dem aktuellen Konto drauf ist. Um da einfach wirklich alles transparent zu halten. Es geht uns ja schließlich ums gemeinsame Zocken und nicht um den schnöden Mammon. Ne? Eine sehr schöne Einstellung, muss ich wirklich sagen. Und dann bleiben wir doch
Ja, genau. Ich nur noch ganz kurz hier. Ja, ich habe hier das mal gleich mal auf Pause gestellt. Hier sieht man natürlich auch, ne, dass die Unterstützer entsprechend natürlich hier auch ja der Dank wiedergegeben wird, indem man natürlich so ein Donator-Band in dem Sinne kriegt. Ja, auch da ist wieder Grafik natürlich gefragt. Jemand, der sich da hinsetzt, das Ganze natürlich erstellt als solches. Und ja, das ist dann auch nochmal ein Dankeschön an die Mitglieder, die da in Echtgeld was entsprechend gespendet haben. Und ja, jeder, der Mitglied ist, ja, sieht das ja letzten Endes dann auch auf der entsprechenden Seite, wenn er sich eingeloggt hat, was gespendet wurde und wie viel Geld dann immer noch vorhanden ist, ne? Ja. Genau, dann bleiben wir doch einfach gleich mal beim schnöden Mammon, wo es schön war. Mhm. Wie finanziert sich denn die Orga in-game? Mit UEC? Oh, ja, gut, ist ja eine gute Frage. Es liegt natürlich ein wenig daran, welche Möglichkeiten es später mal geben könnte, ne? Seine Mitglieder im Spiel zu verwalten. Da ist leider momentan recht wenig bekannt. Aktuell haben wir deshalb erstmal ein internes Bankensystem aufgebaut, welches sich ebenfalls ausschließlich durch freiwillige Spenden durch unsere Mitglieder finanziert. Also damit kann man dann schon mal eine Menge sinnvoller Projekte in-game unterstützen. Das heißt, die komplette Ausstattung für ein Event kaufen oder obwohl es vorher ein Vibe gegeben hat oder ein Patch gab oder so etwas könnte man auch langfristig dann ausbauen, falls es da keine andere Lösung geben sollte. Bis jetzt reicht das aber vollkommen aus. Also da ist es so, dass sozusagen Geld auf eine Ingame-Kasse gespendet werden kann und da wird dann sozusagen, können dann Auszahlungen vorgenommen werden, wenn zum Beispiel spezielles Equipment gebraucht werden würde, damit man sich das so ein bisschen vorstellen soll, kann. Ne? Also im Großen und Ganzen warte ich persönlich definitiv noch auf den, ich weiß nicht, 2016 angekündigten Off-Drop 2.0 oder so, ja, also ja. Und auch noch ein paar andere Sachen, so wie eine API für unsere Mitglieder und klar, ne, also je mehr uns das CIG von der Verwaltung her unter die Arme greifen könnte, desto toller wäre es, ja. Ja, da war ja mal eine große Anfrage, glaube ich, auch gewesen, ne, an die Organisation, was stellt ihr euch vor, was, wo sind so die Bedürfnisse und, aber ja, schauen wir mal, genau, die muss kommen, aber ja, wer weiß wann und ich denke mal, da wird nicht unbedingt die Priorität drauf liegen, sonst hätten wir schon lange was in den Händen gehabt. Ja. Ne, so, ja, wir waren eigentlich schon ja, bei den Sachen, die so für die Community gemacht wurden, ja. Aber wir möchten trotzdem, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, Redaktion, ne, macht eine Menge Arbeit, schaut euch das gerne in den Übersetzungen nochmal an, das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit, die da gemacht wird, da kann man kein Abo dalassen, da kann man keinen Daumen hoch machen oder mal einen Kommentar drunter schreiben, wie sehr es einem gefällt, wie gesagt, da ist einfach nur der Lohn der einzelnen Abrufe der Dokumente. Und wie gesagt, ihr wollt das Ganze auf Deutsch haben, dann ruft das ab. Und ja, den YouTube-Kanal haben wir natürlich dann auch schon gezeigt. Und ja, da könnt ihr gerne dann auch nochmal reingucken. Auch so diese ganzen KRT-News sind dann auch mal ganz interessant, auch wenn man mal so als inaktives Mitglied dabei ist. Man kann sich ja vorstellen, dass da nicht gerade jeden Tag 3000 Mitglieder natürlich aktiv sind im TeamSpeak. Und viele dann auch vielleicht, ja, genau, so ein bisschen Inaktivität haben. Nein, also ja. Das muss man natürlich ehrlich sagen. Also auch die Mitgliederzahlen auch bei allen anderen Organisationen, das ist ja kein Hexenwerk. Also wir haben schon, ich würde mal sagen, alle haben sie mit Inaktivitäten zu kämpfen, gerade im Spiel wie Star Citizen, ne? Und aber trotzdem, wir haben, ich denke mal, so im Verlauf von anderthalb Monaten haben wir schon so 400-500 aktive Leute im TeamSpeak. Ja. So, und damit kannst du schon was anfangen, ne? Und alle anderen kommen vielleicht mal zurück oder auch nicht, man weiß es nicht, aber das sieht bei jeder Organisation so aus. Finde halt wichtig, dass man auf jeden Fall schon das Gefühl hat, man kann wenigstens was machen und da geht was und dass du nicht so, ich sag jetzt mal, was machen willst und mit der Vorstellung reinkommst, ich gehe jetzt in eine Organisation und dann geht da halt nichts, ne? Das ist dann so ein bisschen frustrierend, ja. Genau, keiner zur Verfügung steht zum Mitspielen oder wo man mal Fragen stellen kann oder einfach sich nur mal so unterhalten kann. Das ist dann der Griff ins Leere sozusagen. Und ja, so eine Organisation muss schon ein gewisses Leben haben.
Und ja, das fällt natürlich kleineren Organisationen schwerer als so einer großen. Da ist natürlich immer irgendwer vorhanden oder kann dann eben auch mal sagen, ja, die Fragen kann ich dir jetzt nicht beantworten oder das Gameplay machen wir in dem Sinne nicht, aber du kannst dann eben in dem Sinne ja, bei uns trotzdem mal mitmachen und dir vielleicht das Gameplay mal angucken. Ne? Genau. Enigma schreibt auch, eine Orga, die nur aus Karteileichen besteht. Es gibt so viele davon, ja. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Das stimmt leider. Ist so, ja. Ist so. Was hat mal jemand gesagt? Das sind dann im Kartell-Leichen. Ne? Und keine Karteileichen. also du weißt, wie das gemeint ist. Also nicht. Ja, ja, ja. Ne? Sondern eben als inaktives Mitglied. Das hat mir mal hier einer im Streamchat geschrieben, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Ich wusste ja auch, wie es aufgenommen wurde, ne, bei klar, uns. Unsere Community ist ja immer hier freundlich und nicht irgendwie, dass sie wem anders das Messer in den Rücken stecken wollen. Ja, wir kochen so. Ja alle nur mit Wasser hier. Jede Organisation ist da irgendwo gleich. Das wäre ja auch blödsinnig, da was anderes darstellen zu wollen. So, ja. Kämpfen wir alle mit, liegt am Spiel, wissen wir alles, ja. Nichts Neues. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, schöne Grüße, wie gesagt, vom Kartell und Aktivität, aber ja, da geht's ja dann vielleicht nochmal eine Stufe weiter, ne, Bettina? Stufe weiter? Was meinst du jetzt? Die nächste Frage. Die nächste Frage meinst du schon, genau. Habt ihr denn im Kartell auch weibliche Spieler? Das ist wieder so mein Thema, ne? Und kennt ihr die Ladies Night? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur Kerle. Nein, nein, natürlich. Das weißt du ja auch selber. Natürlich. Also es gibt natürlich weibliche Spielerinnen im Kartell. Klar, ja, das Format der Ladies Night ist ja dank dir auch im Kartell entstanden. Und ich finde das mega. Also war natürlich so gedacht, dass sich die verstreuten Ladies dann auch mal gezielt treffen, mal austauschen können und auch mal unter sich einfach mal zocken können. Finde ich super, das Format. Und ja, fand ich einfach damals schon cool und ich freue mich auch drauf, dass ihr da mit dem Konzept auf der Con 42 ja sehr wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen weiter, breiter vertreten sein werdet und ich finde das einfach mega. Also es zeigt einfach, wie fortschrittlich die SC-Community insgesamt ist und ja, Aufruf an alle Ladies da draußen, einfach mal bei Bea melden und mitmachen, ja. Wird bestimmt ein cooler Abend. Ja. Heute in 2 Wochen, genau. Genau, in 2 Wochen geht's wieder los, ist wieder Ladies Night und die Herren haben sich natürlich schon wieder als Geleitschutz zur Verfügung gestellt. Ja, man hat ja auch früher mal schon gemerkt, so der Umgangston, wenn dann plötzlich eine Dame da mit im Sprachkanal ist, wie dann alles sich dann doch so ein bisschen ändert und freundlicher wird und nicht, dass es sonst unfreundlich war, aber so, ne, der ganze Umgangston wurde dann doch mal wesentlich anders und ja, ist natürlich eine schöne Sache und ja, wie gesagt, jeder, der dann eine, ja, mit ihm zusammen spielende Star Citizen Frau hat, ja, wird da voller Freude natürlich dann auch im Vers unterwegs sein. Und ja, dann Unternehmung gemeinsam machen, dieses Hobby dann als solches teilen. Und ja, setzt eure Frauen ansonsten einfach mal vor den Rechner. Lasst sie bei der Ladies Night mitmachen. Weitere Informationen gibt es hier die nächsten Tage bei uns in den nächsten Streams. Da wollen wir jetzt hier nicht das Sonntag werden die Einzelheiten besprochen und dann nächste Woche mehr dazu. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drüber. Ja, wenn der Streamchat noch irgendwelche Fragen an Elfatalor hat, dann bitte raus damit. Und oder raus. Wenn du, Matt, jetzt noch irgendwas sagen möchtest, ja, zum Kartell, was wir vielleicht noch nicht so aufgegriffen haben oder nicht thematisiert haben, dann bitte hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit. Nö, ich glaube, also wir haben jetzt ja schon lange gesprochen und ich glaube, ich bin alle wichtigsten Infos auch wirklich losgeworden. Da bleibt mir nur übrig, mich nochmal zu bedanken für die Einladung und an die Zuhörer, die so lange dem Interview auch gefolgt sind und es ausgehalten haben, so viel über das Kartell zu hören. Und ich bin gespannt, wie das Format dann von euch auch weitergeführt wird. Ja, ich hoffe erstmal, dass ihr jetzt alle auch einen schönen restlichen Abend haben werdet. Es geht ja demnächst dann gleich mal los, ne, mit dem wichtigsten Ereignis heute Abend. Von daher
müssen wir es jetzt auch einigermaßen schnell zu Ende bringen, damit die Leute nochmal aufs Klo können, bevor es losgeht. Genau, also Silja sitzt unten auch schon in den Startlöchern. Ich flitze gleich runter, weil Dirk interessiert das ja mal so null. Bis bald. Genau, so sieht das aus. Ne? Deswegen, nee, vielen Dank dafür. Ja, Edithma schreibt auch, war sehr informativ, sehr umfassend. Danke an euren Gast, gebe ich hiermit weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ist immer wichtig, da mal so ein bisschen auch im Hintergrund zu zeigen, ja, was gibt es noch an Organisationen? Wir machen das jetzt hier immer weiter. Wie gesagt, die nächsten Anfragen sind schon raus. Haben die Organisationen dazu Lust und Interesse? Ja, bitte einfach dann entweder Ja sagen auf die Anfrage oder einfach bei uns melden und sagen, ja, wir hätten auch mal Lust drauf. Und es sollten natürlich Organisationen sein, wo im Hintergrund natürlich auch Aktivität herrscht und nicht eine Zwei-Mann-Orga. Das sehen wir im Moment noch so ein bisschen als sinnfrei an, sowas da entsprechend hier im Stream zu zeigen. Ja, Matt, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und vielen Dank an alle Zuschauer, die heute dabei waren. Ja, wir wünschen allen einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Matt. Und ja, danke euch. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, so, wir werden gleich noch einen schönen Raid machen. Wir schalten erstmal in die Endszene und dann gibt's nochmal das schöne Lied. Der Schönes Space-Familie. Wochenende. Haltet die Ohren steif. Bis zum Bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wir sind die Space-Familie, immer gemeinsam unterwegs. Streaming-Kanal, Spaß und Unterhaltung in jedem Schritt. Durch das Vers fliegen wir, entdecken Welten so weit. Raumkampf und Bergbau, unser Abenteuer hat kein Limit. Wir handeln und tauschen, nutzen jede Gelegenheit. Einem Planeten zum anderen, wir gehen keine Kompromisse ein. Mit Freunden und Verbündeten sind wir niemals allein. Unser digitales Abenteuer, immer bereit für die nächste Reise. Streaming-Kanal der Space von dir, wir leben.